Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen auf dem 11. Extremwetterkongress. Extremwetterereignisse, sie sammeln sich. Man hat fast das Gefühl, man kann kaum noch einen Fernsehsender einschalten, ohne dass man dort ein Extremwetterereignis vor Augen bekommt. Inzwischen sind diese nicht mehr nur weit weg, sondern auch schon ziemlich dicht vor unserer Haustür. Und immer häufiger wechselt die Faszination vor diesen Naturgewalten hin zu der Wahrnehmung, dass es wirklich eine Gefahr sein kann. Der Klimawandel, er ist allen Orten spürbar. Wir sehen eine Zunahme der Hitzewellen, wir sehen eine Zunahme der Dürren und wir sehen eine Verschiebung sogar in den Klimazonen und Anpassungsreaktionen. Wir sehen Waldbrände, die natürlich zum Teil auch durch Brandstiftung verursacht werden, aber auch eben als Anpassungsreaktion bereits der Flora und Fauna auf die veränderten Klimabedingungen, die außen drumherum sind. Und wir sehen, dass Tipping Points nicht nur existieren im Klimasystem physikalisch begründet, sondern wir haben Tipping Points eben auch in der Gesellschaft. Und vielleicht wird 2021 das Jahr sein, wenn man retrospektiv zurückschaut, in dem die großen Veränderungen in Gang gekommen sind und vielleicht eben die kritische Masse in einer Gesellschaft sich auf den Weg gemacht hat, den Transformationsprozess einzuleiten. Und ich bin ziemlich sicher, dass egal wie die nächste Bundesregierung zusammengesetzt sein wird, es wird eine Aufbruchsstimmung in Richtung Klimaschutz und Klimaanpassung geben müssen. Denn wir müssen auch den Standort Deutschland im Blick behalten, wenn wir unsere Zukunft an diesem Standort sichern wollen. Und wir müssen es so tun, dass der Planet auch in Zukunft noch eine hervorragende Grundlage darstellt. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen auf dem 11. Extremwetterkongress. Wir werden sehr viele spannende Vorträge haben. Wir werden sehr, sehr viele interessante Diskussionen führen. Es wird um die Kommunikation gehen. Wir werden Wissenschaftskommunikation uns genau anschauen. Wir werden heute Abend noch gegen 18 Uhr live in die Antarktis schalten, auf die Neumayer 3-Station, kurz danach um 19 Uhr etwa auf die Dagmar Orn. Dort ist Arvid Fuchs unterwegs, gerade liegend im Hafen in Reykjavik. Gestern bei der Probeschalte noch mitten im Orkan. Da wackelte das Bild ordentlich hin und her. Das wird hoffentlich dann heute ein ganz bisschen stabiler sein. Ich darf Sie zu Hause und auch hier im Saal ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße auch ganz herzlich Herrn Meister. Herzlich willkommen, dem parlamentarischen Staatssekretär des Bundesforschungsministeriums. Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Und ich darf auch ganz herzlich begrüßen Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin der Hansestadt Hamburg und Wissenschaftssenatorin hier in Hamburg. Herzlich willkommen. Und ich darf als allererstes das Grußwort weitergeben an Herrn Meister, der zugeschaltet ist. Wir legen ihn, wenn das alles technisch klappt, auf den Schirm und holen ihn jetzt einmal dazu. Herr Meister, können Sie uns sehen und hören? Grüß Gott, Herr Böttcher. Ja, ich kann Sie gut sehen und ja, ich kann Sie auch hören. Das ist schon hervorragend und ich kann Sie auch sehen. Also das begeistert mich noch mehr. Herr Meister, Sie sind zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben zum Extremwetterkongress. Ihre Bühne. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Böttcher. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Fegebank, Herr Professor Adrian als Schirmherr. Ich freue mich, diese wichtige Veranstaltung zum Thema Extremwetterereignisse mit eröffnen zu dürfen. Klimawandel und Wetterextreme gehören zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Die Ereignisse in diesem Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen führen uns das, glaube ich, sehr deutlich vor Augen. Aktuelle Studien belegen mittlerweile einen Zusammenhang solcher Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel. Waren diese Ereignisse im vorindustriellen Zeitalter nur alle etwa 2000 Jahre möglich, so müssen wir heute mit diesen Regenmengen innerhalb kürzester Zeit, wir können von etwa 400 Jahren ausgehen, rechnen. Das heißt, der Klimawandel hat die Gefahr solcher Extremwetterereignisse um mindestens einen Faktor 5 erhöht. Aber es ist ja nicht nur in Deutschland, sondern wenn wir das Thema Hitzerekorde in Kanada uns anschauen, im Juni diesen Jahres, wo fast 50 Grad Celsius erreicht worden sind, dann ist nach Analysen der Attributionsforschung ohne den menschengemachten Klimawandel dies nahezu unmöglich. Die unfassbare Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die Hitzewellen in Kanada und den USA, aber auch in Südeuropa. Schauen wir uns die Waldbrände an in Griechenland und der Türkei in diesem Sommer. Ich glaube, dass dadurch in der Gesellschaft und in der Politik nochmals für den Klimawandel sensibilisiert worden ist. Und man muss neben den wirtschaftlichen Schäden natürlich auch das menschliche Leid und die Konsequenzen für die Menschen in den betroffenen Regionen im Auge haben. Auch wenn wir in den gerade veröffentlichten ersten Teil des sechsten Sachstandsberichts
des IPCC schauen, dann wird dort festgehalten, dass Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren und Überflutungen seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stark zugenommen haben. Und der Ausblick ist, dass diese Zunahme weiter ansteigen wird. Daher ist das vordringlichste Ziel der internationalen Klimapolitik, den mittleren Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, so wie das in Paris vereinbart worden ist. Zur anstehenden UN-Klimakonferenz in Glasgow im November diesen Jahres sind, glaube ich, alle Staaten aufgefordert, ihre höheren Ambitionen für den Klimaschutz vorzustellen. Und daher kommt aus meiner Sicht dieser Konferenz ein erhöhtes Augenmerk zu. Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode bereits einige Grundlagen gelegt, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Wenn wir Zwischenbilanz ziehen, Jahr 2020 gegenüber 1990, dann haben wir bei einem Anstieg der Wirtschaftsleistung in diesem Zeitraum um rund 50% einen Rückgang der CO2-Emissionen um rund 40% erreicht. Wir haben ein Klimaschutzgesetz verabschiedet und haben zwei Korrekturen daran vorgenommen. Einmal aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts für den Zeitraum nach 2030 und zum Zweiten aufgrund der verschärften EU-Klimaanforderungen für die Frage Zeitpunkt, wann wollen wir Klimaneutralität erreichen, nämlich schon in 2045 und wie wollen wir eigentlich das Ziel bis 2030 fassen, nämlich bis dorthin schon 65% der schädlichen Treibhausgase reduziert haben. Das heißt, wir haben jetzt in 30 Jahren 40% reduziert und wir müssen in den nächsten 24 Jahren weitere 60% reduzieren. Das heißt, das Tempo muss wachsen, das Tempo muss schneller werden und je näher ich sozusagen dem Ziel komme, umso schwerer wird es, die Reduktion zu erreichen, weil ich bessere Technologien an diesen Stellen benötige. Sämtliche Sektoren müssen nun bis 2030 um bis zu 65% ihre Emissionen reduzieren. Und wie gesagt, bis 2045 wollen wir klimaneutral werden in Deutschland. Und wir müssen uns auch darüber klar sein, wenn wir dieses Ziel 1,5 Grad maximale Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter erreichen wollen, dann werden wir nach 2045 auch Treibhausgase aus der Atmosphäre entnehmen müssen. Mit dem heutigen Wissen und Technologien ist es aber noch lange nicht möglich. Deshalb sind Innovation, Forschung und Entwicklung notwendig. Und wir wollen als Industrieland Bundesrepublik Deutschland Technologieführer bleiben, auch im Bereich Klimatechnologien. Und heute hat sich das Bundeskabinett mit dem Bericht zur Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie befasst. Das BMBF gibt hier sprichwörtlich Gas. So haben wir zum Beispiel vor einigen Monaten die Forschungsoffensive Wasserstofftechnologien 2030 gestartet. Entlang von Leitprojekten soll hier im großtechnischen Maßstab das Thema Skalierung ist das eigentliche Problem. Vieles ist im Labormaßstab möglich, aber wir benötigen es großtechnisch. Versucht werden, Klimaschutz und industrielle Wertschöpfung zusammenzuführen und damit es möglich zu machen, dass wir in Deutschland Arbeitsplätze haben bei gleichzeitigem Schutz unseres Klimas. Wir wollen das tun entlang der kompletten Wertschöpfungskette, also von der Erzeugung über den Transport bis hin zum Einsatz von Wasserstoff in den verschiedenen Sektoren. Darüber hinaus haben wir im Forschungsministerium zwei große Forschungsinitiativen mit einem Volumen von rund 50 Millionen Euro auf den Weg gebracht, um neue Technologien für die beschleunigte Reduktion von CO2 zu entwickeln. Da haben wir zum einen das Thema Analyse, ob bekannte CO2-Entnahmemethoden und Praktiken tatsächlich einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten können und was dies dann konkret, wenn es technisch möglich ist, für das Regierungshandeln bedeutet. Und dabei interessiert uns in besonderer Weise, welche Methoden die größte Hebelwirkung haben,
und gleichzeitig umweltschonend umsetzbar sind. Neben der Vermeidung von CO2 wird es aber auch zunehmend wichtiger, dass wir die Risiken des Klimawandels reduzieren. Dazu fördern wir das Thema Anpassung an den Klimawandel. Die dabei erworbene Expertise setzen wir jetzt beim Wiederaufbau in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ein. Beiden betroffenen Bundesländern haben wir wissenschaftliche Unterstützung beim Wiederaufbau angeboten. Wir wollen die betroffenen Regionen dadurch für zukünftige Extremwetterereignisse besser vorbereiten und hoffen, dass wir auch Erkenntnisse sammeln können, die uns dann insgesamt in Deutschland über diese Regionen hinaus helfen. Wir versuchen, Klimawissen neben der Politik auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, dass Wissenschaft die Grundlage für eine glaubwürdige Klimapolitik ist. Deshalb ist uns das Thema Dialog an der Stelle wichtig. Und ich glaube, nur so können wir die Akzeptanz für Lösungen finden. Aus unserer Sicht bildet die Wissenschaft und Forschung das Fundament für eine zukunftsgerichtete, verantwortungsvolle Klimapolitik. Und ich hoffe, dass wir im Rahmen dieses Kongresses eine anregende und auch fruchtbare Diskussion haben. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Meister. Ja, da darf man klatschen. Das ist, wird auf dem Kongress nicht unterbrochen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Grußworte aus Bonn. Ihnen alles Gute und eine spannende Woche, die jetzt noch vor uns liegt. Wir sehen gesellschaftliche Transformationsprozesse und viel Aktivität. Am Freitag ist Fridays for Future auch noch ganz aktiv. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zuschaltung. Vielen, vielen herzlichen Dank nach Bonn. Herr Meister, Dankeschön. Ja, nochmal, können wir nochmal klatschen zum Schluss. Genau. Und ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen Katharina Fegebank, zweite Bürgermeisterin der Hansestadt Hamburg und Wissenschaftssenatorin. Herzlich willkommen, Katharina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dank. Funktioniert das? Ja, soll ich hier hinkommen? Ja, moin. Ich grüße ganz herzlich alle hier heute im Saal und begrüße auch alle, die zugeschaltet sind von zu Hause aus der Arktis oder von sonst wo. Ich finde es großartig, dass der Extremwetterkongress Wind und Wetter trotzend, auch Corona trotzend, in diesem Jahr wieder stattfindet. Ich durfte auch im letzten Jahr schon dabei sein und dieses Jahr nochmal eindringlicher und dringlicher denn je. Der Kollege Meister hat eben schon hingewiesen, nicht nur auf den Bericht des Weltklimarats, sondern auf das wirklich wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts, auf das ich gerne noch zwei Gedanken verschwenden würde, um es sonst recht knapp zu machen, weil ich auch gleich noch in der anschließenden Diskussion dabei sein darf, wo es ja auch noch mal darum geht, was liegt jetzt eigentlich an und was müssen wir auch auf der politischen Seite jetzt dringend tun. Das erste Mal hat das Bundesverfassungsgericht das Thema Klimaschutz vor allem mit Blick auf die kommenden Generationen, also unsere Kinder und Enkelkinder, mit dem Freiheitsbegriff in Verbindung gebracht. Und das finde ich einigermaßen bemerkenswert, denn es geht darum, die Freiheit kommender Generationen zu schützen, und nichts tun oder zu wenig tun ist genau das, was Freiheit beschränkt oder Freiheit nimmt. Und das ist doch die Maßgabe für uns jetzt im politischen Raum auf den unterschiedlichen Ebenen, wirklich diese allerletzte Sekunde zu nutzen. Und das ist es. Es ist nicht mehr nur die zentrale große Frage unserer Zeit, die Menschheitsaufgabe, sondern es ist auch die letzte Zeit, etwas zu tun, um die eben angesprochenen Kipppunkte nicht kommen zu lassen oder nur abgeschwächt kommen zu lassen. Wir wissen alle, dass wir den Klimawandel nicht werden aufhalten können, aber wir können ihn abbremsen. Und wir können ihn abbremsen mit einem radikalen, mit einem ehrgeizigen Klimaschutz, mit dem unbedingten Willen im politischen Raum, aber auch mit einer totalen Priorisierung aller klimaschutzrelevanten Fragen in der gesellschaftlichen Debatte. Wir können Klima schützen, aber wir müssen uns auch dem Klimawandel anpassen. Und darum geht es ja auch hier bei dem Extremwetterkongress. Erstens, was sind die nächsten Schritte, um den 1,5-Grad-Pfad von Paris einzuhalten, erstmal Kurs darauf zu nehmen und dann auch die entsprechenden CO2-Einsparungen viel, viel früher als 2050 zu erreichen?
alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass wir 2035, spätestens 2040 da sein müssen. Das ist das eine in den verschiedenen Sektoren über Mobilitätswende, über schnelle Energiewende, über Gebäudedämmung zu sprechen. Und das zweite große Thema sind die Anpassungen. Und das wissen wir hier in Hamburg sehr gut, welche Bedeutung das hat. Die Auswirkungen des globalen Temperaturanstiegs, die sind ja gerade hier an der Elbe besonders spürbar. Der Fluss ist unsere Lebensader. Er hat uns, er hat die Stadt, er hat die Metropolregion groß gemacht. Aber mit dem Klimawandel führt er uns eben auch die Bedrohung vor Augen. Die Pegel steigen, die Sturmfluten nehmen zu. Und selbstverständlich bauen wir auch Hochwasserschutzanlagen, passen unsere Deiche an. Aber wir müssen mehr tun. Und das sind die Diskussionen, die hier geführt werden, Klimaschutz und Klimaanpassung. Ich bin ganz gespannt auf die verschiedenen Blickwinkel und Perspektiven und möchte, weil ich weiß, dass Wissenschaft gerade auch sehr unter Beschuss steht, unter Druck steht. Also es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, gerade mit Erkenntnissen, die auch herausfordern und die uns alle und unser Leben ja auch ein Stück weit oder unsere Lebensart, unsere Lebensführung in Frage stellen, mit solchen ehrlichen und teilweise bitteren Wahrheiten zu konfrontieren, ne? Und der öffentliche Diskurs ist mitunter sehr brutal. Anfeindungen, Hetze, Hass gegen Forschende, gegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen zu. Aber wenn Sie jetzt mit Ihren, und das ist auch meine Bitte und mein Appell, mit Ihren Erkenntnissen, mit Ihren Lösungen zu Hause bleiben, dann überlassen wir die Erzählung den anderen. Und deshalb meine Bitte, bleiben Sie im Diskurs, auch wenn die Rolle der Mahnenden und der ewig Warnenden mitunter undankbar ist. Wir schaffen das gar nicht ohne Sie. Wir brauchen weiter die Impulse, wir brauchen die Erkenntnisse und wir wissen, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben nur ein Umsetzungsproblem und deshalb nehme ich das auch wieder als Erwartung, als Druckmoment aus der Gesellschaft und aus der Wissenschaft auf, jetzt wirklich was zu tun. Es ist jetzt die Zeit, die größte Menschheitsaufgabe anzugehen, aber wir schaffen das nur gemeinsam, Politik und Gesellschaft mit Wissenschaft und Forschung an der Seite. Und dafür wird dieser Extremwetterkongress wieder eine tolle Bühne sein und uns dann hoffentlich auch das ein oder andere wieder mit auf den Weg geben, was wir dann politisch tun und umsetzen müssen. Ihnen allen Vergnügen an den Debatten und hoffentlich viele neue Erkenntnisse, die uns dann auch helfen, den Weg zur Klimaneutralität sehr viel früher als 2050 auch einzuhalten. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Katharina Fegebank. Vielen, vielen Dank. Und wir sind heute, und das freut mich ganz besonders, zu Gast im Internationalen Maritimen Museum. Ein Museum, das natürlich mit der Meteorologie ganz eng verbunden ist. Gerade die Ozeane spielen eine große Rolle im gesamten Klimasystem. 92,3% der zusätzlichen Energie, die in das System eingeführt werden, gehen eben in die Ozeane. Und deshalb spielen die eben auch eine ganz große Rolle für uns. Ich freue mich sehr, dass wir nicht zum ersten Mal Gast hier in der Speicherstadt in der Hafen City sind. Peter Tamm, der Direktor des Internationalen Maritimen Museums, ist heute leider nicht hier im Hause. Er ist dabei, einen anderen Verlag zu übernehmen. Das ist Geschäftstätigkeit, da haben wir volles Verständnis für. Ich freue mich umso mehr, dass der Vorsitzende der Geschäftsführung der Hafen City GmbH heute bei uns ist, Herr Dr. Bruns-Behrenteg. Herr Professor Bruns-Behrenteg, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder in der Hafen City zu Gast sein dürfen. Es hat schon gute Tradition, dass wir hier vor Ort sind. Herzlichen Dank dafür. Sie können die Maske, Sie dürfen die Maske auf der Bühne dann ausnahmsweise abnehmen. Wir gewöhnen uns so dran, wir können es schon gar nicht mehr anders. Herzlichen Dank, Herr Böttcher, für die Einladung zu einem Grußwort. Meine Damen und Herren, Frau Zweitbürgermeisterin, Frau Fegebank, ich bin vielleicht ein Beispiel dafür, dass wir uns sehr langfristig schon mit Extremwetter befassen. Wer hier draußen vor die Tür geht, der kann Hochwasserschutzanlagen sehen im Kontext von Städtebau und Stadtentwicklung, die bereits vor 25 Jahren geplant worden sind. Aber wir haben natürlich heute ganz andere Kenntnisse und ich will Sie ganz kurz auf einige der Schlussfolgerungen ganz praktischer Art hinweisen, die wir beisteuern oder beisteuern können. Denn es ist nicht nur Wissenschaft, die tatsächlich einen Beitrag zur Bewältigung von Extremwetter leistet, sondern auch praktische Umsetzung, Frau Fegebank, Sie hatten es angesprochen, die geleistet wird.
Und wir planen einen neuen Stadtteil. Heute Abend stellen wir ihn öffentlich vor, nämlich den Grasbrook. Und ich will einige der Merkmale aufweisen im Vergleich zur Hafen City, die deutlich machen, dass man Stadt anders bauen kann, unter Berücksichtigung des Klimawandels, aber auch des Extremwetters. Und wenn wir hier in der Hafen City ein Warftniveau, ich will jetzt nicht erklären für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, tatsächlich auf 7,50 Meter noch im Jahre 2000 für ausreichend gehalten haben, gehen wir am Grasbrook südlich der Elbe auf 9,70 Meter. Wir haben Prognosen uns beschafft, wir haben Prognosen machen lassen. Natürlich wissen wir nicht genau, welche voraussichtlichen Sturmfluthöhen entstehen können, aber wir versuchen, eine Höhe zu definieren, die zumindest für 150 Jahre zusätzlich dem Wellenaufschlag Genüge tut. Wir versuchen aber auch, einen Hitzeinseleffekt zu vermeiden. Sie werden sich fragen, wie kann man das in einem neuen Stadtteil tun? Es gibt ganz einfache Möglichkeiten, beispielsweise durch die Art, wie man Straßen baut. Wir bauen Straßen und haben sie auch in der Hafen City so gebaut, dass jeder Baum 16 Meter Abstand hat, damit zwischen den Bäumen tatsächlich zwei Stellplätze organisiert werden konnten. Wir bauen keine oberirdischen Stellplätze mehr. Wir setzen die Bäume in 8 Meter Abstand und schaffen dadurch eine geschlossene Baumdecke in den Straßenräumen und tatsächlich sind in der Lage, durch die Verdunstung und Verschattungswirkungen insbesondere die Hitze in den Straßenräumen 6 bis 8 Grad im Extremfall abzumindern. Das ist sozusagen Mobilitätswende kombiniert mit Klimaeinfluss. Wir erhöhen aber auch den Anteil der Grünflächen. Sie werden sich fragen, wie geht das? Einerseits etwas dichter bauen, dann Gebäude auch begrünen und nicht nur auf dem Dach, sondern auch an den Fassaden. Aber insbesondere dadurch, dass der versickerungsfähige Anteil der öffentliche Raum größer wird. Und gerade in der Pandemiesituation haben wir erfahren, welche Leistungen der öffentliche Raum erbringen kann, wenn die Wohnung es tatsächlich nicht mehr möglich macht, auch die gesellschaftlichen Familienverpflichtungen beispielsweise auch umzusetzen. Wir haben in der Hafen City 24% öffentliche Flächen. Auf dem Grasbrook gehen wir in Richtung 36% öffentlicher Flächen und bauen trotzdem innere Stadt. Das seien drei Beispiele genannt, Ihnen, die tatsächlich deutlich machen, dass man unter den Bedingungen des Klimawandels, aber insbesondere unter den Bedingungen des Extremwetters tatsächlich auch Stadt anders bauen kann. So werden sie heute konzipiert und wir hoffen, beispielsweise indirekt durch ein Mobilitätskonzept, dass nur zwei Stellplätze pro 10 Haushalte tatsächlich ermöglicht und diese Stellplätze unterirdisch anordnet, dann auch tatsächlich einen ganz erheblichen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten, also auch zur Verhinderung des Überschreitens des 1,5-Grad-Ziels. Also Städtebau und Stadtentwicklung ist ein großes Thema zur Vermeidung von Extremwettern, aber tatsächlich auch des Umgangs mit Extremwettern. Und ich glaube, wir haben uns in Hamburg auf den erfolgreichen Weg gemacht, dafür Vorbilder in der Stadtentwicklung zu schaffen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen, erfolgreichen Diskussionsverlauf im Rahmen des Kongresses. Aber wenn Sie Zeit haben, gucken Sie sich heute Abend nach den interessanten Kongressbeiträgen mal an die Diskussion, die auch gelivestreamt wird, die im Zusammenhang mit dem Grasbrook entsteht. Sie werden Ihr Thema diskussionswürdig vertreten sehen. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Bruce-Behrenteg. Ihre Maske, wenn Sie mögen, nehmen Sie die Maske mit. Wir neigen dazu, die dann liegen zu lassen und jemand anders darf sie nicht tragen. Also insofern ist das, nehmen Sie sie gerne mit. Vielen, vielen Dank, Herr Bruce-Behrenteg.
Ich darf ganz herzlich begrüßen Professor Gerhard Adrian in Genf. Er ist uns zugeschaltet, allerdings mit einer Aufzeichnung. Wir gucken mal, ob wir den Clip starten können. Auf der Präsentation ist er hinterlegt. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst, die wir jetzt in diesem Jahr noch einmal intensiviert haben. Darüber freue ich mich sehr und ich freue mich sehr, dass Gerhard Adrian die Schirmherrschaft übernommen hat als Präsident der Weltmeteorologischen Organisation. Lieber Herr Böttcher, ich freue mich, nun schon zum zweiten Mal als Schirmherr den Hamburger Extremwetterkongress mit eröffnen zu dürfen. Leider kann ich auch in diesem Jahr nicht in Hamburg dabei sein. So können zwar Sie mich im Zeitalter hybrider Veranstaltungen sehen und hören, aber den direkten Austausch mit Ihnen vor Ort misse ich doch sehr. Auch in diesem Jahr haben Sie und Ihr Team, lieber Herr Böttcher, wieder ein spannendes Programm mit führenden Expertinnen und Experten zu den Themen Wetterextreme und Klimawandel und inzwischen auch Klimakommunikation zusammengestellt. Das umfasst Themen wie eine Bilanz unseres Wissens zum Klimawandel, Wetterextreme in Deutschland, den Einfluss des Klimawandels auf unsere Verkehrssysteme oder Eisverluste in der Arktis. Der Kongress packt aber auch politische Themen an wie die CO2-Bepreisung und die Kosten des Klimawandels. Er betrachtet das kommunikative Spannungsfeld zwischen Ideologie und wissenschaftlicher Erkenntnis und die Rolle des Journalismus in der Wetter- und Klimakommunikation. Diese Vielfalt bei gleichzeitiger Fokussierung auf die inhaltlich verbundenen Schwerpunkte Wetterextreme und Klimawandel macht den Extremwetterkongress zum attraktiven Treffpunkt der Wetter- und Klimacommunity. Er bietet den Medien reichlich News und Analysen an. Aus meiner Sicht ist zugleich besonders wichtig, der Extremwetterkongress spricht gezielt auch Laien und vor allem junge Menschen an, will sie informieren und einbinden. Das ist ein entscheidender Grund, warum der Deutsche Wetterdienst seine Zusammenarbeit mit dem Extremwetterkongress als wissenschaftlicher Kooperationspartner weiter vertieft hat. Der Klimawandel und seine Auswirkungen, zum Beispiel durch Wetterextreme, betreffen die gesamte Gesellschaft, weltweit und in Deutschland. Die Hochwasserkatastrophe im Juli hat uns das erneut schmerzlich klargemacht. Aber auch der in diesem Jahr erschienene neue Bericht des Weltklimarates lässt an Deutlichkeit nichts vermissen. Wir stecken mitten in einem dramatischen Klimawandel. Die Folgen sind weltweit schon sichtbar und spürbar. Und leider drehen sich alle wichtigen Stellschrauben unverändert in die falsche Richtung. Wie ich schon vergangenes Jahr als Präsident der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, resümieren musste, die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nimmt immer noch zu. Die weltweite Mitteltemperatur steigt weiterhin an. Wir benötigen deshalb noch viel mehr Rückenwind für noch mehr Klimaschutz. Wir Fachleute müssen deshalb noch aktiver auf die Öffentlichkeit zugehen, unsere Erkenntnisse verständlich vorzustellen, offene Fragen zu diskutieren und die Menschen mit einbinden. Dazu trägt in Deutschland der Extremwetterkongress seit Jahren mit Erfolg bei. Auch dafür ein herzliches Dankeschön an die Veranstalter. In diesem Sinn wünsche ich dem 11. Extremwetterkongress breite Resonanz in den Medien und in der Öffentlichkeit. Allen Teilnehmern gute Gespräche und Anregungen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Professor Adrian. Ich freue mich sehr über die Unterstützung und die fortwährende Zusammenarbeit. Jetzt schließt sich ein Kreis. Es war der erste Extremwetterkongress, es ist schon ganz schön lange her. Und dieser nette Mann hat die Grußworte damals gehalten. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Martin Clausen, Professor am Max-Planck-Institut hier in Hamburg. Herzlich willkommen. Und ich habe damals bei ihm angeklingelt und gefragt, ob wir den Extremwetterkongress im Max-Planck-Institut machen können, im Geomatikum. Und ich habe die Erlaubnis bekommen. Dafür bin ich immer noch dankbar. Herzlich willkommen auf dem 11. Extremwetterkongress. Ja, schönen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Herr Staatssekretär, wer noch zugeschaltet ist, liebe Gäste. Und lieber Frank Böttcher, herzlichen Glückwunsch zum 11.
Und wie Sie schon gerade gesagt haben, ich kann mich auch noch gut erinnern an unsere ersten Extremwetterkongresse, die wir vor 15 Jahren genau 2006 begonnen hatten. Oder Sie. Ne? Wir hatten damals unseren Exzellenzcluster vorbereitet. Damals dann das erste und lange Zeit auch einzige Exzellenzcluster in Hamburg, sage ich nicht so ganz ohne Stolz, Richtung Wissenschaftssenatorin. Und wir waren dabei, den Klimacampus vorzubereiten. Und wir waren halt im Gespräch und ich war von der Idee eines Extremwetterkongresses überzeugt und begeistert. Denn es sind ja zwei Dinge, weshalb man sich mit Wetterextremer und Klimaextremer auseinandersetzen muss. Einmal ist es eine wissenschaftliche Herausforderung. Ich meine, damals hatten wir die Oderflut 1997 noch gut im Gedächtnis, 2002 Elbeflut, 2003 extreme Hitzewelle, 2006 dann die nächste Elbeflut, ein Frühlingshochwasser, war medial nicht ganz so ausgeprägt dann. Und damals hatten wir auch schon vermutet, da könnte Klimawandel dahinter sein, hinterstecken. Und ja, so ganz klar ist es eigentlich immer noch nicht. Oder nur zum Teil, das hat die Wissenschaft ist, wir stehen immer noch vor der Herausforderung, die der Zuordnung zu schaffen. Wenn Sie in den aktuellen IPCC-Bericht reinschauen, Summary for Policymakers, Abbildung 3, da sehen wir, dass die Hitzewellen klar zunehmen und wir sind uns auch schon recht sicher, dass da ein Großteil Klimawandel dahinter steckt. Bei Trockenheit, Dürre und Niederschlag ist das schwieriger. In vielen Regionen kennen wir noch nicht mal das Vorzeichen und geschweige denn die Zuordnung. Also da liegt uns noch wirklich ein Stück davor. Aber indem ich das sage als Wissenschaftler, erinnere ich auch an den IPCC-Bericht, an den allerersten 1990. Da stand drin, wir erkennen den Klimawandel noch nicht in den Daten. Aber wir wissen, er ist möglich und wir sollten uns damit auseinandersetzen. Das war schon 1990 der Fall. Und 1995 hieß das, ja, wir erkennen den Klimawandel. Ja. Also insofern, der zweite Aspekt der Auseinandersetzung mit Extremwetter und Extremklima ist, sich auf mit der Möglichkeit von Extremen auseinanderzusetzen. Und ich erinnere mich auch noch an den Extremwetterkongress 2012 in Tondorf. Da hat nämlich die Technische Universität Flutmauern auf, mobile Flutschutzmauern ja, vorgestellt. Die kamen zum Einsatz 2006 bei der Elbeflut, da hatte schon gelernt. Man kann sich also zu einem gewissen gerade anpassen. Und auch hier in Hamburg ist das Thema Anpassung, dass sie vorstellen von möglichen Extremen, auch schon vorgestellt worden, nicht? Also hier das Ganze, die Hafenszene steht auf künstlichen Warften. Ich habe es gelernt, im Grasburg gibt es auch eine Warft, die höher ist, aber ich will vorsichtig sein. 1962 war Wilhelmsburg hat die niedriger Deiche wie die höheren, das hatte fatale Folgen, also ich hoffe, dass wir das kein Wettrüsten. Und auch in Schleswig-Holstein werden die Deiche höher gesetzt und auch breiter, sogar breiter, also deutlich breiter als für die Höhe notwendig war, einfach um das Unmögliche, was dann doch vielleicht eingetreten könnte, einzuplanen, indem man dann bei einer ganz unmöglichen Sturmflut nochmal was obendrauf setzt, eine Kappe oder eine Mauer. Nicht? Das heißt also, auseinandersetzen mit Extremwetter heißt auch, das Unmögliche mitzudenken, denn es ist nicht ganz unwahrscheinlich. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn wir sagen, oh Gott, wir passen uns schon an, dass das so nicht möglich sein wird, oder extrem schwierig sein wird und für die nachfolgenden Generationen vor riesige Probleme stellen würde. Man braucht nur in die Klimageschichte zu schauen, wie war denn das Klima so vor 2-3 Millionen Jahren, als das Klima etwas wärmer war, so 2-3 Grad wärmer. Meeresspiegel war 20 Meter höher. Ja, da kommen wir hier mit unseren Waffen auch nicht mehr längst. Ne? Gut, also Extremwetter als wissenschaftliche Herausforderung, als das Auseinandersetzen, das Denken des Unmöglichen, um, ja, sich auseinandersetzen, vorzubereiten. Es ist eine spannende Sache und ich wünsche uns und Ihnen einen spannenden Kongress und aber auch many happy returns. Gut, schönen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Martin Clausen, Dankeschön. Und nochmal vielen Dank, dass wir damals mit dem Kongress bei euch sein durften. Es war eine große Freude und es war der Auftakt einer Tradition, kann man sagen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Jupp, Dankeschön. Ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen Clemens Simmer. Er ist Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, in der ich ja auch ein bisschen engagiert bin. Aber Clemens noch viel mehr. Er ist nämlich der Vorsitzende und die meiste Arbeit lastet im Moment bei ihm und beim Vorstand. Und ich freue mich sehr, dass die Deutsche Meteorologische Gesellschaft den Kongress nun auch schon so viele Jahre unterstützt. Und
und dass du heute wieder bei uns bist. Herzlich willkommen, Clemens. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Du darfst das Mikro haben. Also es muss erst desinfiziert werden jetzt. Da kommt ein zweites, das ist desinfiziert. Man muss ja das, wir sind hier alle, wir wollen uns nicht anstecken. Okay, funktioniert das? Ja, bestimmt. Du musst einfach reinreden, dann geht's los, glaube ich. Okay, ja, guten Morgen. Dicht an den Mund. Guten Morgen, geht das? Ja. Okay, guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, Frau Senatorin. Schön, mal wieder hier zu sein. Für mich jetzt das zweite Mal. Ich begrüße Sie im Namen der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, das ist schon angesprochen, zu dem 11. Extremwetterkongress hier in Hamburg oder wo immer Sie sich auch befinden derzeit. Die DMG unterstützt, ja schon seit ein paar Jahren, glaube ich, immer wieder sehr gerne diesen sehr besonderen Kongress. Die Besonderheiten sind ja auch schon dargestellt worden. Und es freut mich auch besonders, dass viele auch unserer, ich sag mal, prominenteren Mitglieder in der DMG auch hier zu der Tagung mit beitragen und sie unterstützen. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, in den ersten Jahren war dieser Kongress, also gerade so gegründet worden, ja, noch eher so ein kleines Pflänzchen. Es wurde zumindest von weiter weg von Hamburg immer noch so ein bisschen belächelt, weil es so sehr fokussiert war, das Thema war so ein bisschen, ja, wirkte etwas effektheischend. Ja. Und das hat Martin Clausen eben gesagt, der Zusammenhang Klimawandel und Extremwetter war damals noch sehr weit weg. Ja, auch wenn die Modelle das schon gesagt haben, aber es war noch sehr weit weg. Und in der Politik und in der Gesellschaft war es noch gar nicht angekommen. Ne? Das hat sich nun geändert, ne? Dieses Jahr mit seinen extremen Ereignissen überall auf der Welt und nun auch ganz besonders bei uns im Rheinland in der Eifel, gepaart mit den dann auch katastrophalen Folgen. Sowas haben wir bisher in dieser Deutlichkeit einfach hier in Deutschland noch nicht bekommen. Das hat Extremwetter jetzt in das Zentrum gesetzt, das Zentrum der Aufmerksamkeit. Man kann nur hoffen, auch das ist angesprochen worden, dass die mit dem Klimawandel verbundenen schleichenden Änderungen, obwohl jetzt einiges darauf hindeutet, dass sie so schleichend dann auch wieder nicht sind, dann auch mit berücksichtigt werden, in unser Bewusstsein gelangen und unser privates und auch, muss man sagen, politisches Handeln mitbestimmen. Das Bewusstsein dieser Problematik in der Gesellschaft dauerhaft zu verankern, das lehrt uns auch die Pandemie, ist kein Selbstläufer. Ja. Und so befassen sich auch hier bei diesem Kongress viele Beiträge auch mit dem Thema Kommunikation. Und auch die Deutsche Meteorologische Gesellschaft hat sich jetzt entschlossen oder möchte jetzt einen dezidierten Fachausschuss gründen, um genau dieses Thema aufzugreifen. Dort geht es dann uns insbesondere darum, wir haben es auch vom Herrn Staatssekretär schon gehört, hier eine dialogbasierte Klimakommunikation auf Augenhöhe mit allen, die es betrifft, irgendwie zu etablieren, damit ein nachhaltiges Verständnis für die anstehenden Probleme und vor allen Dingen auch für die notwendigen Lösungen, weil die werden uns zu schaffen machen, generiert wird, sodass dann ein informiertes und selbstbestimmtes Handeln der Einzelnen auch möglich ist. Und es freut mich hier auch besonders, dass einige hier aus dem Kongress auch bei dieser Anstrengung, Frank, du auch mit dabei sind. In eigener Sache möchte ich noch sagen, wir haben noch parallel, diese Woche ist wirklich voll, nicht nur, dass die Bundestagswahl vor uns steht und andere Wahlen, wir haben noch zwei andere meteorologische Kongresse, die praktisch parallel laufen. Ich weiß nicht, ob das so bewusst war oder ob sich das einfach so ergeben haben. Wir haben einmal die MET-Tools, auch hier von Hamburg organisiert. Das ist die Tagung unseres Fachausschusses Umwelt, Meteorologie. Da treffen sich Meteorologen, Meteorologinnen mit Vertreter, Vertreterinnen aus der Politik, aus den Behörden, aus Ingenieurbüros. Und sie reden, diskutieren über die Werkzeuge, die die Meteorologie hat, quantitative Werkzeuge, um eben zum Beispiel die Einwirkung Wetter, Extremwetter auch natürlich auf den Menschen, auf Infrastrukturen zu bewerten. Also eine ganz wichtige Sache. Die andere Tagung ist bei Ihnen wahrscheinlich nicht so sichtbar, ist die studentische Meteorologietagung, die STUMETA. Findet auch jetzt zum gleichen Zeitpunkt statt. Sie ist online, wird von Mainz organisiert und
Diese Stumita ist so, ja, war so eine richtige Grassroots-Bewegung der Meteorologie-Studenten. Hat angefangen, als ich auch gerade fertig war als Student, also ist schon relativ alt. Sie ist mittlerweile unter der, oder normalerweise treffen die sich immer auf Christi Himmelfahrt und dem verlängerten Wochenende danach. Naja, die Pandemie hat das jetzt irgendwie alles verschoben, jetzt sind sie jetzt auch hier und in derselben Woche und online. Und die haben eine Neuerung in diese Online-Konferenzen reingebracht, denn sie haben sich mit dem Extremwetterkongress sehr eng verbunden und viele Beiträge hier, speziell die aus der Klimakommunikation, werden gleichzeitig auch auf der Stumita mit übertragen. Das heißt also, auch die junge Generation ist da sehr intensiv dabei. Und auch den Klimastreik jetzt am Freitag haben sie voll in ihr Programm mit hineingenommen, um eben auch allen Teilnehmenden in Deutschland ein lokales politisches Handeln zu ermöglichen. Lieber Frank, du hast es wieder geschafft. Vielen Dank, diese tolle Konferenz nochmal neu zu organisieren. Es ist wieder eine äußerst attraktive Konferenz mit sehr vielen neuen Komponenten. Ich wünsche dir und deinem Organisationsteam ein gutes Gelingen und Ihnen allen, ich glaube, das brauche ich Ihnen gar nicht zu wünschen, das werden Sie haben, eine interessante, spannende und vor allen Dingen gewinnbringende Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank, Clemens. Das kannst du einfach liegen lassen, das Mikro. Und wir werden eben ergänzend vielleicht auch noch dazu heute Abend auch noch mal zur Stumita live nach Mainz digital schalten. Also die Kolleginnen und Kollegen, die da ganz aktiv sind, natürlich dann auch noch mal mitnehmen. Ich freue mich jetzt sehr, begrüßen zu dürfen Frank Vosloo. Frank Vosloo ist Geschäftsführer der Fissmann Deutschland GmbH, ein Partner, der den Kongress schon seit vielen Jahren tatkräftig unterstützt, ohne den dieser Kongress tatsächlich gar nicht möglich wäre. Insofern darf man ihm doppelt dafür danken. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Unternehmen. Ihr seid Treiber dieses Transformationsprozesses. Und insofern, ich würde natürlich jetzt nicht irgendeinen anderes Unternehmen wählen, das Partner des Kongresses sein kann, sondern jemanden, der eben auch tatsächlich dann mit seinem Unternehmen für diesen Transformationsprozess steht. Also ganz herzlich willkommen auf dem Kongress hier in Hamburg. Frank Vosloo. Ja, lieber Frank, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Es ist immer eine Freude, hier zu sein. Nur ganz ehrlich, es ist nicht mehr ganz so schön. Ich erinnere mich an unsere letzte Präsenzveranstaltung, wo ich war, und bitte gestatte mir das offene Wort. Vieles in den letzten Jahren, das war ja alles ein bisschen exotisch. Da hat man mal in die Arktis geschaltet und da gab es Probleme in Asien an Küsten. Das alles hat sich brutal verändert. Ich komme aus Bonn, du weißt das. Und das war ein kleines Flüsschen, an dem man gerne Wein trinkt, auf einmal 7 Meter hoch wird. 7 Meter, das ist ein Mehrfamilienhaus. Und einen ganzen Landstrich verwüstet, hat eben gezeigt, dass das Ganze hier ist. Warum ist Fissmann Hauptsponsor? Was ihr macht, ist wichtig, weil ich sage mal, ihr messt ja, ihr berichtet. Aber ihr könnt an den Ursachen eigentlich relativ wenig tun als Meteorologen. Ja, ihr seid die Ärzte, die drauf gucken und sagen, so sieht es aus. Die Wahrheit ist, alle reden über Mobilität, was richtig ist. Alle reden über Kraftwirtschaft. Aber 50% der CO2-Emissionen in Deutschland kommen aus der Wärme. Davon ungefähr ein Drittel, also 30% kommt aus der Raumwärme, wo wir als Fissmann massiv dabei sind. Der Rest ist Raumkälte und Prozesswärme, also 50% nochmal des CO2 in Deutschland hat mit Wärme zu tun. Und deshalb hast du es gesagt, wir sind sehr daran interessiert, an der Klimatransformation, zumindest mal in diesem Land, aber auch mit unseren Auslandsgesellschaften aktiv teilzunehmen. Deshalb freuen wir uns immer, wenn wir die Gelegenheit haben, hier bei euch zu sein. Ihr seid mit deinen TV-Wetterkollegen ja auch Dauergäste bei uns in Frankenberg. Wir nehmen das alles sehr ernst. Wir probieren als Haus Fissmann unseren Beitrag zu leisten. Deshalb freuen wir uns sehr, mit euch zusammen hier auf eine riesig spannende Tagung. Und wir wollen alles tun, dass das, was wir ja wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Tagen diskutieren werden, perspektivisch dann eben besser wird. Das können nur kleine Schritte sein. Aber vielen Dank, dass wir eingeladen sind. Und ich wünsche euch und uns eine prima Tagung. Vielen Dank. Frank Vosloo, lass den Ton noch mal ganz kurz anfangen. Ich habe nämlich eine ganz kurze Frage. Du bist nämlich gleich bei der Podiumsdiskussion nicht dabei. Ja. Würdest du dir von der neuen Regierung andere Rahmenbedingungen wünschen, damit jemand, der also Unternehmen, die in diesem Transformationsprozess drin sind, noch schneller gegenüber auch den Wettbewerbern, die vielleicht in eine andere Richtung streben, nicht im Nachteil sind? Wie erlebst du das gerade? Vielleicht nur 2 Minuten wirklich. Wir haben nicht viel Zeit, aber ja, das würde ich gerne noch wissen. Ich weiß, immer schwierig, nicht abgestimmte Fragen zu beantworten. Wahrnehmung ist momentan, wenn man die Trielle gesehen hat, wenn man Wahlkampf sieht, sie überbieten sich ja zurzeit alle gegenseitig mal mit einer Partei weiter rechts, die sagt da nicht so viel.
oder ich sage es mal deutsch, eine Menge Unsinn. Alle anderen sind da sicherlich auf Kurs, auch ein offenes Wort. Man sollte nicht immer nur Politik-Bashing machen. Die angestoßene BAFA-Förderung, also für die Leute, die wir jetzt wirklich umbauen, aus dem Öl in die Wärmepumpe rein oder andere Brennstoffe, das hat den deutschen Markt extrem befeuert. Ich will es auch in Zahlen sagen. Austausch-Wärmeerzeuger Bundesrepublik waren immer so 700.000, 800.000. Wir werden dieses Jahr deutlich über die Million gehen. Wir bräuchten eigentlich zwei. Jetzt kommen Themen, kann das Handwerk das, Lieferengpass. Ich glaube, die meisten politischen Parteien machen die richtigen Dinge, haben die richtigen Akzente gesetzt. Ich hoffe sehr, dass auch die neue Bundesregierung, welche Dreierkonstellation auch drankommt, an dem Kurs festhält. Ich hoffe nicht, dass, wenn der neue Finanzminister einmal den großen Kassensturz nach Corona macht, sagt, jetzt kann ich keine Klimaziele mehr finanzieren, denn das kostet Milliarden. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung und man soll ja immer mit positiven Nachrichten aufhören. Ich habe heute mit großer Freude gehört, dass der chinesische Ministerpräsident heute verkündet hat, dass China zumindest keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen wird. Und die waren wirklich richtig. Früher war das mal Siemens an ABB und Steinmüller. Wir sind lange weg vom Markt. Die Chinesen bauen die Kraftwerke. Und ich fand diese Aussage sehr bemerkenswert. Es scheint jetzt auch in China angekommen zu sein, dass man wirklich weltweit CO2 runtermachen muss. Von daher bin ich nicht pessimistisch, nur wir wissen das. Wir haben jetzt 100 Jahre mit dem Klima ein bisschen geaast und das werden wir nicht in 2 Jahren zurückkriegen. Das wird eine Aufgabe für die nächste Generation sein. Aber ich bin nicht pessimistisch, um deine Frage zu beantworten. Vielen herzlichen Dank. Frank Vosloo, danke dir ganz herzlich. Ich darf ganz herzlich auf die Bühne bitten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion, Katharina Fegebank, Astrid Kindler-Schaar, Rabea Koss, Luisa Neubauer, Sven Plöger und Martje Köppen. Martje, wir brauchen noch einen Tisch, dann da drüben mehr. Kommt ganz gerne auf das Podium dazu. Wir bauen in Windeseile ein bisschen um. Sven, wenn du magst, gehst du wieder dahin. Wir schauen, ist egal, wo ihr steht. Wir freuen uns über Herrn Meister, wenn er noch im Zoom ist, dass wir ihn dazu schalten jetzt direkt. Dann gucken wir, dass er da ist. Hallo Rabea. Du bist verkabelt, hast du ein... Verkabelt, hervorragend. Ja, ich darf vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich Martje Köppen vorstellen. Martje ist auch ganz neu auf diesem Kongress, wird jetzt gerade verkabelt zur linken Seite, kurz neben der Bühne. Martje wird mich unterstützen während dieses Kongresses und alles das verfolgen, was im Zoom stattfindet. Also alle Fragen, die dort aus dem Publikum, von den Teilnehmern und Teilnehmern, von den anderen Referentinnen und Referenten kommen, wird sie dort beobachten. Sie wird auch Zuschaltungen vornehmen, motivieren, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Fragen haben und die aus dem Publikum kommen, sich zuschalten können und ihre Fragen direkt auch an uns richten können. Also dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du beim Extremwetterkongress dabei bist. Alle anderen darf ich ebenfalls auch ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir hängen schon wieder, das ist typisch für diesen Kongress, dramatisch in der Zeit. Und immer, wenn ich Katharina an so einem Satz nicken sehe, dann weiß ich, dass sie wahrscheinlich einen Nachfolgetermin hat. Und weil das so ist, wird sicherlich die nette Kollegin aus der Senatskanzlei das Handzeichen geben, wenn dem so ist. Das wäre das natürliche Ende unserer Podiumsdiskussion. Insofern bin ich sehr dankbar dafür, habe ich quasi gleich die Zeitansage. Ich würde deshalb vorschlagen, dass wir vielleicht auf die Anfangsstatements verzichten und lieber gleich einsteigen in die spannende Diskussion, die uns dann vielleicht weiterführt und das, was ihr als Eingangsstatements vielleicht euch überlegt habt, könnt ihr dann ja in die Antworten elegant hineinarbeiten. Vielleicht machen wir das so. Ich würde tatsächlich am liebsten einmal anfangen mit Luisa Neubauer. Luisa, wir haben uns noch nicht kennengelernt, deshalb sieht sich ganz höflich. Wenn du möchtest, kannst du auch duzen. Also, hi. Wie ist es bei dir? Du kannst mich duzen. Also ich bin der Ältere. Ich biete dir das Du an. Charmant, okay, ich nehme es. Hervorragend, ich bin Frank, hallo. Schön, herzlich willkommen auf dem Extremwetterkongress. Du bist seit vielen Jahren mit Fridays for Future unterwegs. Jetzt gibt es am Freitag den nächsten Tag auf global aktiv seid ihr und es gibt viele, viele Aktionen dort. Jetzt beobachtest du den politischen Prozess. Ihr seid schneller gewachsen, als die Politik mitgekommen ist. Bist du zuversichtlich, dass wir diesen Transformationsprozess jetzt hinbekommen, dass wir das, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht den Tipping Point in der Gesellschaft erreicht haben? Oder sagst du, ich bin eigentlich frustriert, wir sind immer noch nicht weit genug? Wie ist deine Gefühlslage da gerade bei diesem Thema? Ja, gute Frage. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vorneweg, meine wichtigste Botschaft des Tages ist natürlich, kommt alle zum globalen Klimastreik. Klammer zu.
Also ich finde es sozusagen auf der einen Seite charmant, du sagst, wir sind schneller gewachsen als die Politik. Ich würde sagen, ja, naja, über die Klimakrise spricht man seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren macht man internationale Kongresse dazu. Seit 40 Jahren hätte man was machen müssen. Dass wir jetzt 3 Jahre streiken, kann natürlich nicht das sozusagen wieder gut machen, was man 40 Jahre lang verpasst hat. Also das Schöne ist ja, wir haben auch im IPCC-Report jetzt im Neuen gesehen, das Schöne ist, wir wissen, es geht. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger als die Hoffnung oder sozusagen die Zuversicht an irgendwelche abstrakten Möglichkeiten. Wir wissen on paper, wir können das schaffen, die globale Durchschnittstemperatur langfristig auf sozusagen einer Erwärmung bei plus minus 1,5 Grad zu stabilisieren. Und das ist entscheidend. Dieses Wissen gibt uns alles, was wir brauchen. Und die Sache ist die, dass der Moment, in dem wir gerade sind, wo wir wissen, die wissenschaftliche Evidenz ist überwältigend. 81% der Deutschen wollen mehr und schnelleren Klimaschutz. Wir sehen, dass sich ein Großteil der jungen Menschen insbesondere riesengroße Sorgen macht um ihre Zukunft und sich verraten fühlt. UNICEF hat es nochmal auf den Tisch gelegt, wie viele Milliarden Kinder insbesondere bedroht sind. Also die Evidenz ist ja da und die Mehrheiten ist auch da. Aber was fehlt, ist noch immer, und das ist das Dramatische an der Lage, der politische Wille. Und das haben wir diesen Sommer mehr als deutlich gesehen überall. Keine Partei legt die Maßnahmen auf den Tisch, die man eigentlich bräuchte für eine 1,5-Grad-Politik. In kaum einem Moment in diesem Wahlkampf hatte man das Gefühl, jemand spricht über das Klima als Krise. In kaum einem Moment hatte man das Gefühl, wow, sind wir vielleicht in einer Katastrophe, müssen wir uns vielleicht angesprochen fühlen. Und deshalb halte ich es gefährlich, jetzt auf der Evidenz und den theoretischen Mehrheiten sich auszuruhen. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Evidenz und die Mehrheiten nehmen, um den Druck einzufordern, der noch immer nicht da ist. Genau deshalb streiken wir und genau deshalb ist es jetzt so entscheidend, sich nicht darauf zu verlassen, dass das alles was bringen wird, weil wir wissen mehr denn je, dass man Studien und Mehrheiten übersehen kann. Aber die Menschen, die aktiv werden, die sich einbringen in den Institutionen, auf den Straßen, überall, die kann man nicht übersehen, die kann man nicht kleinreden. Nun kann es ja tatsächlich sein, dass es eine Regierung geben könnte mit den Grünen zusammen. Vielleicht ist auch gar keine Regierung ohne die Beteiligung der Grünen möglich. Dann wird die Frage kommen, ist das Geld da? Vielleicht gibt es einen anderen Koalitionspartner, vielleicht ist der andere Koalitionspartner sogar größer und stellt möglicherweise den Kanzler. Und dann ist die ganz große Frage, kann man das, was eigentlich gemacht werden müsste, dann auch politisch umsetzen? Würden dann die Grünen an so einer Stelle auch sagen, also entweder ihr setzt das um, was wir euch vorgeben, weil wir das machen müssen, das ist unsere Überzeugung, oder wir gehen nicht mit rein in diese Koalition? Würdet ihr dann bei solchen Verhandlungen im Zweifel so weit gehen? Oder wo ist so die Toleranzgrenze dann bei euch? Katharina. Ja, ich kann natürlich Verhandlungen nicht vorwegnehmen, aber wenn man genau verfolgt hat, mit welcher Ein- und Nachdrücklichkeit wir oder meine Partei das Klimathema nach vorne gestellt hat, und ich habe das eben auch versucht, in meinem Eingangsstatement sehr deutlich zu machen, dass es nicht nur durch den IPCC, sondern jetzt gerade durch den Verfassungsgerichtsentscheid mal so eindrücklich hergeleitet wurde, dass die Freiheit kommender Generationen ganz entscheidend davon abhängen wird, ob wir jetzt die Kurve kriegen und ob wir wirklich alle Anstrengungen und, wie Luisa es sagt, unseren unbedingten 100-prozentigen politischen Willen darauf ausrichten, den Klimawandel abzubremsen, uns auch anzupassen an der einen oder anderen Stelle, aber vor allem den Klimawandel so abzubremsen, dass wir in den 1,5-Grad-Vorgaben bleiben. Und das wird der zentrale Baustein, das wird das zentrale Thema sein bei Koalitionsverhandlungen, bei denen wir beteiligt sein wollen. Die nächste Regierung muss eine Klimaschutzregierung sein. Und deshalb sehe ich mit gewisser Sorge und höre mit ziemlich viel Unmut, welche roten Linien jetzt schon mit Blick auf Finanzierungsmöglichkeiten gezogen werden. Und ich habe immer für eine Schuldenbremse argumentiert, aber ich bin nicht mehr bereit, jetzt auch aus dieser Corona- und Klimakrisensituation heraus zu sagen, dass alles, was jetzt angeschoben wurde, quasi an so eine Abbruchkante kommt, wir dann ein paar Jahre im Sinne der schwarzen Null durchs Jammertal der Tränen laufen, um dann sehr viel mühseliger wieder den Berg zu erklimmen, um im Bild zu bleiben, den wir erklimmen müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Deshalb braucht es dort massive Investitionen, und das wird mit Sicherheit ein Thema sein, bei dem wir nicht locker lassen werden. Und es ist ja eigentlich auch ein Thema, wo es um Investitionen geht. Also man kann ja das als Kostenseite betrachten, man kann ja aber das, was da zu tun ist, durchaus eben auch als ein großes Investitionsprogramm beschreiben, das letztlich auch einen Transformationsprozess einleitet, um einen Standort wie Deutschland auch fit zu machen für die Zukunft, Sven. Also das ist... Ja.
Also wir stellen ganz oft die von Grund auf komplett falsche Frage. Diese falsche Frage ist nämlich immer, was kostet der Klimaschutz? Da hat man schon falsch gemacht, weil am Ende wird es so sein, dass er ja etwas bringt. Es ist natürlich richtig, am Anfang wird es kosten. Am Anfang wird es Geld kosten, es wird Verhaltensänderungen kosten. Das ist unvermeidlich und wenn das politisch nicht gesagt wird, ist es ein Fehler. Das heißt, das wird tatsächlich passieren. Und dann kommt der zweite Punkt, dass es am Ende, es gibt ja eine Vielzahl von Studien und diese Studien zeigen, jeder jetzt nicht in den Klimaschutz gesteckte Euro bringt uns 2 bis 11 Euro am Ende ein. Und dann kommt man natürlich an den Punkt, das ist, wenn man es so rum sieht, eine sehr hohe Anlage, also das ist ein Plus. Aber wenn wir es nicht machen, wird es die nachfolgende Generation zurückzahlen müssen. Und das hat mit Fairness zu tun. Und ich komme mir im Moment, wenn ich so durch die Lande gehe, komme ich mir tatsächlich so ein bisschen vor wie in so einem beginnenden Blockbuster. Da sind diese Filme, da gibt es ja so Katastrophenfilme und am Anfang sieht das immer so aus, ganz viele Menschen, die sind da irgendwie friedlich und gehen da so rum und haben ihren Alltag. Und als Zuschauer weiß ich, da wird gleich was passieren, weil sonst gäbe es den Film ja gar nicht. Und das bedeutet, dass ich wahnsinnig aufmerksam bin, die Protagonisten wissen aber nichts. Und ich komme mir im Moment so vor, als stehen wir genau da. Die ersten Protagonisten lernen langsam, da passiert was, die machen sich Sorgen. Da gehören hier auf dem Podium natürlich einige dazu. Und doch bekommen wir es noch nicht transferiert. Wir haben Fridays for Future. Wir haben 2019 das Jahr gehabt, wo wir so viel über Umwelt und Klima gesprochen haben wie noch nie. Und wir haben 2019 vor der Pandemie dasselbe Jahr, wo wir so viele Kreuzfahrten gemacht haben wie noch nie, wo wir so viele Flugreisen gemacht haben wie noch nie, wo wir so viel Plastikmüll betrachtet, weggeschmissen haben wie noch nie. Wie heißt das? Weggeworfen, danke. Und wo wir so viele SUVs zugelassen haben wie noch nie. Das ist auch 2019. Das ist zutiefst kognitiv dissonant. Und ich glaube einfach, wenn wir wirklich weiterkommen wollen, dann müssen wir den Mut haben, diese Dinge jetzt zu ändern. Wir sind einfach wahnsinnig hinten dran und es ist ein politischer Bedarf. Darf ich noch einen letzten Satz? Weil mir ist gestern was extrem Komisches passiert. Ich hatte einen Vortrag und da habe ich gesagt, es findet ein wirklichkeitsbefreiter Wahlkampf statt. Mit dieser Aussage wollte ich zum Ausdruck bringen, dass wir im Moment in einem Konflikt sind zwischen einer Wirklichkeit, die wir haben, und zwischen unserer gewünschten Normalität. Und das Komische war, jetzt gucke ich Luisa an, ich habe gestern, wir sagen einander du schon länger, wir kennen uns, ist nicht despektierlich. Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt mir bekannt vor. Ich sage das gestern in dem Vortrag, ich gucke anschließend die Sendung, das weiß ich, ich gucke die Sendung von Markus Lanz und da sehe ich Luisa und die sagt, es ist ein wirklichkeitsbefreiter Wahlkampf. Und da war ich verdattert. Und ich glaube, da haben wir eine ähnliche Auffassung, weil es genauso ist. Die Wirklichkeit und unser Wunsch nach Normalität, gerade auch aufgekommen jetzt nach Corona. Wir sagen immer, wann wird es wieder normal? Und ich glaube, wir müssen uns davor schützen zu sagen, das, was bisher normal war, war normal. Sondern wir müssen spüren, dass eine neue Normalität, die mit der Wirklichkeit zu tun hat, und das gehört für mich auch in den Wahlkampf und das gehört in die Politik hinein, diesen Mut müssen wir haben. Sven, vielen Dank. In jedem dieser Blockbuster gibt es ja auch immer Gut und Böse. Und zu den Guten gehört immer in diesem Blockbuster jemand seitens der Wissenschaft, der das durchdringt, was da passiert und erklärt, wenn wir doch jetzt dieses oder jenes machen müssten, dann würde das alles funktionieren. Und diese Person hat manchmal Schwierigkeiten durchzudringen. Frau Kindler-Schaar, fühlen Sie sich in dieser Rolle des Blockbusters einigermaßen gut beschrieben? Ja, wir sind natürlich die Superhelden, das ist eigentlich schon lange klar. Doch, toll finden wir uns da beschrieben. Nein, ganz im Ernst, also nochmal drauf zurückkommen, Frau Neubauer hat gesagt, das ist aus dem Weltklimaratsbericht offensichtlich geworden und als Leitautorin möchte ich das auch nochmal betonen, dass es Pfade gibt, dass es Wege gibt, dass es Möglichkeiten gibt, die Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu beschränken. Es ist aber auch klar geworden, dass wenn wir auf 1,5 Grad beschränken wollen, dann stehen uns noch das Äquivalent von 400 Gigatonnen CO2 zur Verfügung. Jetzt ist das eine abstrakte Zahl. Was heißt das?
Wenn man sich klar macht, dass die Menschheit jährlich aktuell 40 Gigatonnen CO2 emittiert, dann holt das so ein bisschen in die Realität. Denn das bedeutet, wir können noch 10 Jahre genauso weitermachen und im 11. Jahr sind wir auf null Emissionen. Dieses Szenario ist sicherlich zu Recht im IPCC-Bericht nicht behandelt worden, sondern es sind natürlich Wege beschrieben worden und analysiert worden, in denen graduell die Emissionen zurückgefahren werden, in denen die CO2-Emissionen zurückgefahren werden, in denen aber auch andere Treibhausgase, wie eben beispielsweise das Methan, das als kurzlebiger, klimawirksamer Schadstoff eine sehr potente Rolle hat. Methan als einzelnes Molekül ist um ein Vielfaches wirksamer als Treibhausgas als das CO2. Methan ist auch ein Gas, das, weil es in der Atmosphäre luftchemisch abgebaut wird, zur Ozonproblematik, zu Luftschadstoffen mit beiträgt. Und der Weltklimaratsbericht sagt eben auch, wenn wir das schaffen wollen, auf deutlich unter 2 Grad zu beschränken, dann müssen wir auch die Kurzlebigen mit in den Blick nehmen, können aber auch mit dieser Reduktion, gerade auch mit Blick auf das Methan, Vorteile für Luftqualität zusätzlich erzielen. Und es ist es wert, das eben auch mit anzugehen, schon allein aufgrund des Gesundheitsschutzes, den man auf Verbesserung von Luftqualität erreicht. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Betrachtung. Ich hoffe, das funktioniert und es klappt in diese Richtung. Das Bild Blockbuster werde ich jetzt gar nicht los, deshalb komme ich direkt zu Rabea Kos. Rabea, ihr habt den Bürgerrat Klima initiiert und ins Leben gerufen. Und da passiert, das passiert ja in jedem guten Film auch, dass man Menschen trifft, die eine seltsame Betrachtung haben und dann aber sich mit den Fakten auseinandersetzen und plötzlich zu der Erkenntnis kommen, ah, so ist das, und ihre Meinung ändern. Und ich würde mich würde interessieren, habt ihr diesen Prozess beobachten können bei euch beim Bürgerrat Klima? Und natürlich auch gleich anschließend die Frage, was ist rausgekommen und was gibt ihr jetzt der Politik mit auf den Weg? Ja, danke für die Einladung. Ich kann eigentlich bestätigen, was alle VorrednerInnen auch gesagt haben. Das hat sich im Bürgerrat Klima bewahrheitet. Wir haben zufällig ausgeloste Menschen aus ganz Deutschland zusammengebracht an einen Tisch, 160 Menschen, zusammen mit WissenschaftlerInnen und Politik, und haben sie diskutieren lassen, wie kann die Klimapolitik der nächsten Jahre aussehen. Und dabei ist rausgekommen, ja, es sollte mehr davon geben. Der erste Leitsatz ist, das 1,5-Grad-Ziel ist nicht verhandelbar. Sie sagen ganz eindeutig, wir brauchen mehr Klimaschutz, aber vor allem auch, wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen mehr Bildung, wir brauchen Informationen in der Gesellschaft über das Ausmaß der Klimakrise. Ich habe mit vielen von diesen 160 Menschen gesprochen, das Ganze hat online stattgefunden, also meistens auch online, ein paar durfte ich mittlerweile auch kennenlernen, einer wird auch morgen mit dabei sein. Und die haben fast alle gesagt, mir war, also natürlich wusste ich, dass es den Klimawandel gibt. Ich wusste auch so ungefähr, dass wir jetzt was tun müssen, aber das Ausmaß war mir eigentlich nicht klar. Und jetzt bin ich durch diesen Prozess gegangen von über 50 Stunden Diskussion, 12 Sitzungen waren das, Vorträge von renommierten WissenschaftlerInnen aus ganz Deutschland, und habe gemerkt, okay, es ist wirklich ernst, wir müssen jetzt was tun, warum tut denn eigentlich niemand was? Ich rede jetzt mit meiner Familie, ich rede jetzt mit meinen Freundinnen darüber und versuche, dieses Wissen weiterzutragen. Und sie fragen auch alle, können die nicht einfach alle an so einem Bürgerrat teilnehmen? Weil dann wäre eigentlich jedem klar, worum es geht. Und genau das ist das Problem. Wir alle hier wissen, worum es geht, was getan werden muss. Die Bevölkerung ist auch immer weiter und weiß eigentlich, was getan werden muss. Aber die Politik vertraut der Bevölkerung auch noch nicht so ganz. Die Politik glaubt weiterhin, man kann keinen Wahlkampf machen mit der Klimakrise, dann gewinnt man die Wahl nicht. Und dann ist natürlich das Dilemma klar, wenn man nicht den Menschen klar sagt, was die Problematik eigentlich ist, dann wird es immer weiterhin auch Leute geben, die sagen, naja gut, so schlimm wird es schon nicht sein, sonst würde uns das ja gesagt werden. Und genau da ist das Mittel eines Bürgerrats ein Ansatz, ein demokratischer Ansatz, dieses Wissen erstens in die Bevölkerung zu bringen, aber eben auch einen Dialog zu schaffen zwischen Politik, Wissenschaft und Bevölkerung und daraus gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Man kommt quasi raus aus der Bubble, was wir auch alle wollen. Also Menschen wieder miteinander ins Gespräch, nicht nur auf Twitter sich gegenseitig schlimme Nachrichten schreiben, sondern an einem Tisch sitzen und Kompromisse finden. Und genau das hat stattgefunden im Bürgerrat. Die klarsten Empfehlungen, die deutlichsten Empfehlungen an die Politik.
Ja, also den ersten Leitsatz habe ich schon genannt, tatsächlich, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht verhandelbar ist. Ganz viele Empfehlungen richteten sich auch an das Bildungsangebot, was verbessert werden sollte. Wir hatten die Gebiete Energie, Mobilität, Gebäude und Wärme und Ernährung, und da gibt es quasi durchweg Empfehlungen. Also um ein ganz klassisches Beispiel zu nennen, Kohleausstieg sollte bereits 2030 stattfinden, ist zum Beispiel dabei. Es wurde sich auch ausgesprochen für ein Tempolimit auf Autobahnen. Es geht um Solarenergie auf Gebäuden und so weiter. Ich nehme Herrn Meister jetzt gerne noch mal mit in die Runde hinein. Hallo Herr Meister, Sie sind wieder zugeschaltet, und Sie haben vielleicht eben gehört von Rabea Kost die klaren Empfehlungen, die ja auch an die Bundesregierung übergeben worden sind hinsichtlich der Maßnahmen, die aus Sicht des Bürgerrates Klima umgesetzt werden müssten. Wie beobachten Sie denn die politische Lage jetzt in Berlin? Ist das Jahr jetzt eigentlich ein verlorenes Jahr, weil wir eine Bundestagswahl haben? Sind wir eigentlich vielleicht auch deshalb gerade, erleben Sie jetzt eine Trägheit, oder geht das dynamisch im Hintergrund weiter und ich sehe das nicht immer alles? Also es ist ja vorhin in dem Großwort von Wissmann schon deutlich gesagt worden, dass im Deutschen Bundestag bis auf eine einzige Fraktion alle hinter dem Thema Klimaschutz stehen. Das Thema 1,5-Grad-Ziel ist, glaube ich, bei den anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag auch über die Bundesregierung hinaus unstrittig, dass es erreicht werden soll. Ich habe vorhin in meiner Eröffnung gesagt, wir reden jetzt alle über die Frage, wie kommen wir auf die Null, also Klimaneutralität. Aus meiner Sicht wird die Null nicht reichen, sondern wenn wir 1,5 erreichen wollen, dann müssen wir, nachdem wir die Null-Emission erreicht haben, das Thema Entnahme von Treibhausgasen aus der Atmosphäre miteinander offen diskutieren. Das wird notwendig sein. Die Frage mit der Bevölkerung, das sehe ich nicht so ganz so entspannt, wie das eben benannt worden ist. Ja, die Bevölkerung ist in großer, großer Mehrheit für Klimaschutz. Aber das stößt dann auf Widerstände, wenn es um konkrete Projekte geht. Wenn wir Verkehrswende wollen und wollen neue Schienennetze bauen, dann gibt es plötzlich entlang dieses neuen Schienennetzes massive Widerstände aus der Bevölkerung, dass gerade an der Stelle neue Schienen gebaut werden sollen, um Güterverkehr, Straßenverkehr auf die Schiene zu bringen. Wenn wir regenerative Energien ausbauen wollen, und das müssen wir dringend, wenn wir die Ziele erreichen wollen im Klimabereich, und wollen den Strom dann transportieren, dann überall dort, wo Stromnetze ausgebaut werden, geht die Bevölkerung gegen diese Stromnetze auf die Straße. Das heißt, an der Stelle Akzeptanz zu finden, nicht nur für die Überschrift Klimawandel bekämpfen, sondern bei der Durchsetzung konkreter Projekte, die dann notwendig sind. Dort treffen wir schon auf Widerstand. Und dort ist es nicht nur zu sagen, ich bin für Klimaschutz, sondern ich muss dann auch deutlich machen, dass diese einzelnen konkreten Projekte Unterstützung finden. Wir haben versucht, im Forschungsministerium in den vergangenen 15 Jahren daran zu arbeiten, dass wir sozusagen einmal Zusammenhänge klarlegen für die Politik, aber auch für die Öffentlichkeit, weil für die Frage, kann ich Akzeptanz in der Öffentlichkeit und Politik für einzelne Maßnahmen gewinnen, sind die Zusammenhänge notwendig. Und ich will jetzt einfach mal zwei Beispiele nennen. Mosaik-Expedition mit der Polarstern war, glaube ich, ein Projekt, was auch in der breiten Öffentlichkeit sehr viel Wahrnehmung und Zustimmung gefunden hat. Oder die Neumeier-Station in der Antarktis, die ihr Jubiläum gefeiert hat vor 2 Jahren und auch dort sehr viel Aufmerksamkeit gefunden hat im Sinne, ja, wir schöpfen dort Daten, um das Thema Klimawandel besser zu verstehen, um besser zu verstehen, wie können wir dagegen vorgehen, wie können wir besser gegen Extremwetterlagen vorgehen und wie können wir auch Klimaanpassung betreiben. All das sind Fragen, an denen wir versuchen, ein Stück weit zu arbeiten. Wir haben konkrete Technologien auf den Weg gebracht, weil wir müssen uns auch da ehrlich machen. Wir arbeiten heute gegen den Klimawandel mit uns bekannten Technologien. Und es wird auf der Wegstrecke bis 2030 aus meiner Sicht auch durchaus uns helfen, sozusagen die Ziele erreichen zu können. Aber wenn wir uns klar machen, was es bedeutet, die Ziele, die vorgegeben sind zwischen 2030 und 45 erreichen zu wollen, dann werden wir davon neue Technologien brauchen. Und deshalb haben wir zum Beispiel die Frage Wasserstoffwirtschaft von Erzeugung bis zum Einsatz über die gesamte Wertschöpfungskette. Die Frage, wie können wir über Digitalisierung Prozesse viel zielgenauer steuern, um die Frage Einsatz von Primärenergie effizienter
zu gestalten. Mhm. Die Frage, wie können wir in der E-Mobilität bessere Batterien zur Verfügung haben, damit wir sozusagen dort mit größeren Kapazitäten und mit günstigeren Lösungen arbeiten können. An all diesen Fragen versuchen wir zu arbeiten und damit konkrete Lösungsbeiträge, da wir für diesen Schritt in der letzten Phase zwischen 2030 und 2045 hinzubekommen. Und noch ein Wort zu den Kosten. Also ich glaube, wir müssen den Menschen klar machen, dass ein klimafreundliches Verhalten des Einzelnen für ihn über einen längeren Zeitraum betrachtet auch persönlich Kosten spart. Denn man darf ja nie nur die Kosten auf der einen Seite sehen, für das, was man an klimafreundlicher Investition realisiert, sondern man muss immer auch die Kosten sehen. Schauen wir nach Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, was unterlassene Maßnahmen bedeutet. Und deshalb deutlich machen, nicht was sind auf einem Weg die Kosten, sondern was ist sozusagen, was sind die relativen Kosten im Vergleich zu dem anderen Weg. Und ich glaube, dann kann man auch bezogen auf die Kostenfrage Unterstützung bekommen. Und man kann es als Investitionsprogramm natürlich auch betrachten. Luisa, du hattest dich eben gemeldet, du wolltest da nochmal direkt rein. Hatte ich das richtig wahrgenommen? Ich wollte nur anmerken, dass ich das total logisch finde, dass in Deutschland es auch viele Menschen gibt, die skeptisch sind. Das ist auch wahrscheinlich sozusagen eine sehr rationale Reaktion auf 40 Jahre Politik, die den Menschen erzählt hat, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist Klimaschutz. Wählt uns, garantiert keine Klimaschutzmaßnahmen. Einige der größten Windkraftgegner dieses Landes sitzen im Wirtschaftsministerium. Es gibt mittlerweile Compilations von Unionswahlplakaten, auf denen dafür geworben wird, mit uns keine Windkraft, Leute, keine Sorge, wir kriegen das alles in den Griff. Das heißt, wenn man 40 Jahre lang und jetzt auch die letzten 16 Jahre lang sehr konkret den Klimaschutz so dämonisiert hat, jedes Problem, was und jedes Cent, der aufkommen könnte, auf irgendwelche Greenpeace oder grünen Leute geschoben hat, wenn man durch die Lande zieht und erzählt, sozusagen, es bleibt so, wie es ist und wer jetzt vorschlägt, man könnte was anders machen, dann hat der das Problem und die Klimakrise gibt es eigentlich nicht. Natürlich fragen sich dann Menschen, ey, müssen wir eigentlich Klimaschutz machen, wenn doch alles so bleiben könnte, wie es ist? Aber das ist eine Lüge. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Wir haben nicht die Wahl zwischen mehr oder weniger Klimaschutz. Wir haben die Wahl zwischen richtig guten, radikalen, nachhaltigen Klimaschutz oder eben einer Klimakatastrophe. Das ist, wo wir uns befinden. Und wenn man aber das 40 Jahre lang und jetzt 16, 8, auch die letzten Jahre sozusagen so vehement verschweigt, dann ist es ja kein Wunder, dass Menschen zögerlich sind. Und das heißt, was heißt denn das jetzt nach vorne geblickt? Natürlich reicht es nicht, sozusagen random auf die Akzeptanz von Menschen zu warten, die sich freuen, dass man in ihrem Garten irgendwo ein Windrad stehen hat oder dass eine neue Stromtrasse gelegt wird. Nein, es geht darum, sozusagen über das Warten auf Akzeptanz hinaus Mehrheiten zu erkämpfen und zu gewinnen, denn der Wandel wird ja ohnehin kommen. Die Transformationen kommen ja, aber im besten Fall gehen wir sie jetzt an, machen sie so gut und nachhaltig und gerecht wie nur irgendwie möglich und warten nicht bis zu einem Punkt, bis es irgendwie zu spät ist. Und das heißt, wir brauchen eine Politik, und das kennen wir so gar nicht, die es wagt, Leute sozusagen zu inspirieren, zu euphorisieren dafür, strahlend durch die Lande zu ziehen und zu sagen, Leute, wir haben doch einen Plan, wir können uns vor den großen Katastrophen schützen, wie schön wäre das, und wir wollen euch dafür an Bord haben. Das ist unser Plan. Wenn ihr total dagegen seid, probiert uns aufzuhalten, fair enough, aber wir wollen loslegen, weil wir wissen, es ist das Richtige, wir wissen, dass wir das können und wir wissen, dass das Leben für alle hier besser und glücklicher und wohlständiger werden kann. Aber diese Art Einsatz noch, diese Art der Politik kennen wir nicht. Und das ist interessant, weil wir hören ja so oft, Mensch, wie reagieren die Menschen, wenn wir zu viel Klimaschutz machen und wir dürfen bloß nicht zu viel Alarmismus in die Sache reinbringen. Wir wissen überhaupt nicht, wie es aussieht, wenn Politik sich aus dem Fenster hängt und sagt, wir machen das. Wir wissen auch nicht, wie es klingt, wenn ein Spitzenkandidat mal auf den Tisch schaut und in irgendeiner alarmierenden Art und Weise über die Klimakrise spricht. Und ich wünschte mir so sehr, wir würden das erfahren, wir würden das sehen, insbesondere in der nächsten Legislaturperiode. Wie bekommen wir... Die Frage ist natürlich, und die steht weiterhin im Raum, wie bekommen wir diejenigen überzeugt, bei denen tatsächlich die Stromtrasse vor der Tür ist? Rabea, ihr habt mit Menschen gesprochen, ihr habt denen das ja auch veranschaulicht, wie die ganzen Zusammenhänge sind, aus verschiedensten Blickwinkeln. Hast du das Gefühl, dass genau dieser Aspekt, habt ihr den mal beleuchtet? Also ist an der Stelle was passiert? Dass tatsächlich, hast du da Menschen gehabt bei dir in dem Kreis, die gesagt haben, also wenn ich das so betrachte, okay, ich wäre bereit, baut mir eine Windkraftanlage vor die Tür, oder was muss passieren, damit diese Akzeptanz da wäre?
Ja, also wir hatten ja genau durchschnittliche Menschen aus ganz Deutschland. Das heißt, wir hatten all diese Fälle dabei. Wir hatten die großen Autofans, wir hatten Menschen, die ihr Gebäude sanieren müssen, ihr Eigenheim, die sich mit finanziellen Sorgen rumschlagen, was Solaranlagen auf Dächern angeht und so weiter. Und deswegen alle sehr kritisch dem ganzen Thema gegenüberstanden. Und sehr viele von dem, also wirklich der größte Teil, fast alle Empfehlungen, die kann man sich hier übrigens anschauen, sind auch online zu finden, wurden mit über 80, wenn nicht sogar 90% angenommen. Also es gab am Schluss eine große Einigkeit innerhalb dieser 160 zufällig ausgewählten Menschen aus ganz Deutschland. Und wir hatten Landwirte dabei aus der konventionellen Landwirtschaft, die danach gesagt haben, ja okay, wir müssen einfach was tun, das ist ganz klar. Außerdem wird es sowieso viel teurer und geht so nicht weiter, wenn ich jetzt nicht mich anpasse. Wir hatten einen Menschen dabei, der auch mit auf der Pressekonferenz am Schluss war, kann man sich angucken, der am Schluss gesagt hat, ja, ich habe jetzt auch vor allen gesagt, ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall ein Fahrrad und nehme einfach den Arbeitsweg, mache ich mit dem Fahrrad, so, und hat mir dann letzte Woche ein Foto von sich geschickt mit Helm und Fahrrad, ganz stolz. Also es gibt diesen Prozess total, und wenn man auch, also wir müssen, glaube ich, aufhören, uns immer so gegeneinander zu verhalten. Ja, die wollen das nicht und die sagen das. Nee, wenn wir uns gemeinsam hinsetzen und schauen, was sind jetzt hier die Lösungen, die wir gemeinsam erarbeiten können und eben, ganz wichtig, eine gemeinsame Wissensgrundlage haben, dann finden wir auch Lösungen. Aber wenn die Menschen natürlich immer noch nicht begriffen haben, worum es eigentlich geht, weil die Politik es ihnen nicht sagt und sogar effektiv vorenthält, dann kommen wir auch nicht weiter. Und dafür sind quasi Bürgerräte eine Art Hilfestellung für die Politik. Katharina, du hast das nicht in deinem Ressort, aber die Umweltbehörde hat es ja ganz in ähnlicher Weise in Hamburg erlebt, als es die neuen Hochwasserschutzausweisungen gab, die Gebiete, die also zukünftig durch den Klimawandel auch von Hochwasser, von Überschwemmungsgebieten betroffen worden ist, gab es eine riesige Regenreaktion von den Menschen, deren Grundstücke betroffen waren und die gesagt haben, ja, das ist doch eigentlich Enteignung. Also es gibt ja genau diese Reaktion auch in solch einer Stadt wie Hamburg, dann unmittelbar vor der Haustür. Wie geht man dann politisch damit um? Ja, das ist das Tolle. Man kann sich nicht verstecken. Das ist dann das Negative, in einem Stadtstaat auf Landesebene Politik zu machen, weil die Reaktionen sehr unmittelbar tatsächlich da sind. Das ist ein Beispiel. Ich kann aus dem täglichen Tun und Erleben, auch wenn es nicht mein Ressort ist, sagen, alle Fragen rund um die Mobilitätswende, also der Debatte darüber, wie eigentlich Straßenraum und öffentlicher Raum perspektivisch erstens neu aufgeteilt wird, um eine menschengerechte Stadt zu werden, und zweitens tatsächlich auch in der Frage, in diesem Sektor, die Klimaziele zu erreichen, und zwar auch schneller, als wir es uns bisher vorgenommen haben, führt überall und aller Orten zu genannten Zielkonflikten. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, dass das Gespräch, das Zusammensetzen, die Auseinandersetzung mit der Sorge und der Angst oft, nicht immer, oft dann auch zu Einsicht und Erkenntnis führt. Das ist aber wiederum ein sehr, sehr anstrengender Prozess, und ich bin absolut beeindruckt zu hören, wie ihr das gemacht habt, mit welchen Ergebnissen, aber vor allem auch mit welcher zeitlichen Intensität und welchem zeitlichen Aufwand. Und das ist in einer sehr schnelllebigen Zeit, die auch oft sehr reaktiv ist, das ist ja immer auch der Punkt von Luisa, für uns im politischen Raum ganz schwer, sich davon mal zu befreien und zu sagen, was ist es eigentlich, worauf es jetzt wirklich ankommt, hinter welchem Ziel können wir uns alle gemeinsam versammeln und wie schaffen wir es mit einer positiven Grundhaltung, einer positiven Ausstrahlung, aber auch vor allem diesem unbedingten Willen, darum muss es ja gehen, der uns alle eint, über die Ebenen hinweg und möglichst auch über die Parteigrenzen hinweg, um das nicht wieder in so einem parteipolitischen Scharmützel enden zu lassen. Denn das macht uns ja auch Angst, Kollege Meister. Das ist es ja. Wie weit wagt man sich raus? Wie offen und schonungslos adressiert man eigentlich Dinge mal? Und was hat das jetzt unmittelbar zur Auswirkung? Und wir sehen es in der Wahlauseinandersetzung. Immer wenn Wahrheiten ausgesprochen werden, kommen 3 oder 4 Gründe, die sagen, das können wir jetzt noch nicht machen. Das können wir den Leuten nicht zumuten. Dafür gibt es keine Akzeptanz. Für mich ist Kohleausstieg 2038, das ist ja ein mühselig und lang ausgehandelter Kompromiss, auf den sich jetzt ganz viele verlassen. Eigentlich müsste man jetzt die Wahrheit auf den Tisch legen und sagen, das ist viel zu spät. Das ist viel zu spät. Wir können gut reden, wir haben einen Weg hier eingeschlagen in Hamburg, wir sind 2030 spätestens durch, wahrscheinlich sogar früher.
auch mit heftigen Auseinandersetzungen. Aber man muss das jetzt natürlich besprechen mit den Leuten in der Lausitz und den Leuten in den Kohlegebieten und sagen, das ist eigentlich zu spät. Aber das macht im Moment, außer, das muss ich so klar sagen, unserer Partei niemand. Und es ist nicht so, dass alle Hurra rufen und sagen, endlich sagt es uns jemand und ihr seid diejenigen, denen wir folgen. Das Gegenteil passiert. Es kommen dann die Finanzierungsfragen, es kommen die Fragen der Akzeptanz, es kommen die Fragen dessen, ihr macht Dinge, die wir nicht verstehen und nehmt uns auf diesem Weg überhaupt nicht mit. Und außerdem haben wir noch so viel mit der Corona-Bewältigung zu tun, müssen uns um unseren Broterwerb kümmern, dass die Kinder wieder vernünftig in die Schule gehen und lasst uns damit doch jetzt mal zufrieden. Und das ist die Situation, in der wir uns nicht nur im Wahlkampf, sondern hoffentlich dann auch in der Zeit danach tagtäglich bewegen und beschäftigen. Ein unglaublicher Druck, die absolute Handlungsnotwendigkeit, in vielen Teilen auch der Wille und gleichzeitig aber auch ein Stück das Gefangensein in anderen Realitäten. Und wer da einen tollen Vorschlag hat, den nehmen wir gerne mit. Einmal erst Sven dazu und dann Rabea. Deswegen haben die... Deswegen haben die Blockbuster am Anfang auch tatsächlich immer das Problem, dass es relativ lang dauert, bis was passiert. Ich glaube, was wirklich als Überschrift, wir müssen wirklich, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Es gibt naturgemäße Rahmenbedingungen, die sind... Das ist der Planet, das ist seine Größe, das sind die Ressourcen. Wir brauchen jetzt jedes Jahr die nachwachsenden Ressourcen von 1,75 Erden und wissen ja qua schulischer Bildung, wir haben eine. Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, wir sind nicht nachhaltig, Punkt. Wenn alle leben würden wie wir in Deutschland, dann hätten wir 3 Erden, das ist noch weniger nachhaltig. Das heißt, wir haben eine Rahmenbedingung, das ist ja das, was immer zu diesem Satz führt, das ist nicht verhandelbar, aber wir haben dann unser Wunschkonzert und dieses Wunschkonzert sind all unsere Dinge, die wir denn gerne machen wollen und würden und die man auch verstehen kann. Also jeder von uns möchte ein angenehmes, gutes, im Wohlstand stattfindendes Leben haben. Aber ich glaube, dass die Politik tatsächlich den Mut haben sollte, Sie haben das ja angedeutet, den Mut haben sollte, diese Unterschiede klarzumachen. Wenn wir den Ast abgesägt haben, auf dem wir sitzen, dann sind alle anderen Diskussionen in unseren sonstigen Lebenskästchen nicht mehr besonders sinnvoll. Und wir sollten uns, glaube ich, immer wieder diesen einen Satz klar machen. Dieser Planet interessiert sich nicht für uns. Er braucht uns auch gar nicht. Es ist alles letztendlich, was wir da machen, für uns selber. Denn wir brauchen ihn, wir brauchen den Planeten und wir müssen aus diesem Wissen heraus den Mut entwickeln. Und ich glaube noch, wenn ich noch 2 Sätze sagen darf, dann ist der eine Satz so, dass er nur heißt, wir sollten auch anfangen, positiv zu berichten in Bezug auf die Dinge, die wir leisten. Wir fangen an, unheimlich viel Apokalypse zu machen. Mittlerweile ist die häufigst mir gestellte Frage, schaffen wir das noch von den Zuschauern? Und dann frage ich mich immer, wenn die Frage kommt, dann mutmaßt man, dass es man nicht schafft. Das heißt, Positivbeispiele wirklich nach vorne tragen, auch die Medien, ich versuche immer wieder Ansprache zu halten, berichtet von Start-ups, berichtet von Geschehnissen, selbst Kontinente, die wir für vergessen halten, wie Afrika. Ich habe mich jetzt mit Entwicklungsminister Müller darüber unterhalten. Da gibt es so fantastische Projekte, darauf hinweisen, das hinzudeuten. Und ein letzter Satz, Bildung. Es hat mal Sir Francis Bacon den Satz gesagt, Wissen ist Macht, also der englische Philosoph aus 1561. Wenn man den Satz rumdreht, steht da, Unwissen ist Ohnmacht. Und ich glaube, es ist ein Riesenproblem. Dann kann nämlich die Politik auch ihre Gedanken nicht unbedingt einbringen, wenn alles, was irgendwie dagegen spricht, sofort auf fruchtbaren Boden fällt. Wir brauchen ein gutes Bildungskonzept, wir müssen das in den Schulen durchsetzen. Dieses Thema Klima und Umwelt muss ein neues Fach werden. Wir müssen mal rein uns trauen in diese ganzen Unterrichtspläne. Wie können wir das ideologiefrei als ein neues Fach einführen? Ja, genau. Ich wollte ganz kurz was zu dem Thema sagen. Wie setzt man das jetzt um? Man kann ja nicht mit allen Leuten in Dialog und Beteiligungsprozesse gehen. Was gut funktioniert, das hat man in Irland gesehen und auch in Frankreich, am Beispiel Bürgerräte jetzt, wenn man die sehr öffentlich stattfinden lässt, wenn sie wirklich von der Politik einberufen werden und live übertragen werden oder in irgendeiner anderen Form in die Öffentlichkeit getragen werden, dann schauen da die Menschen zu und durchlaufen mit den Menschen, mit den Teilnehmenden aus dem Bürgerrat zusammen diesen Prozess und lernen mit.
Und man hat Beispiel Irland gesehen, da ging es um die Frage gleichgeschlechtliche Ehe und Abtreibung legalisieren. Die Politik hat sich gedacht, schwieriges Thema bei uns in Irland, wir überlassen die Entscheidung jetzt mal oder die Empfehlung einem BürgerInnenrat und machen danach ein Referendum. Die Menschen in Irland haben sich nach dem gerichtet, was die BürgerInnen in dem Bürgerrat empfohlen haben. Es wurde beides legalisiert, damit hätte vorher niemand gerechnet. Das heißt, man kann gerade beim Thema Klima diesen Prozess vielleicht mehrfach machen oder wir hatten jetzt einen zum Thema Klimapolitik, man könnte einen machen zu spezifisch Energie oder Ernährung, zu den ganzen Themenfeldern, die jetzt betroffen sind und das so breit aufstellen, dass es einfach alle Menschen mitbekommen. Wir haben eine Umfrage gemacht, ich glaube knapp 80% der Menschen in Deutschland sind dafür, dass die Empfehlungen vom Bürgerrat Klima umgesetzt werden und ernst genommen werden von der Politik. Also die Menschen hören eher auf sich selbst, auf die Mitmenschen, als auf die Politik. Und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz für die Politik. Ich möchte mal Martje fragen, Martje Köppen. Martje, wie ist die Diskussion? Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Gibt es Menschen, die sich kurz zuschalten würden wollen? Ja, wir haben eine Person, die sich gerne schon jetzt zuschalten würde. Aber vorab würde ich gerne eine Frage stellen, die ich vortragen soll. Und zwar geht es um das Thema Adaption. Also es ging jetzt sehr viel um Mitigation. Wie reduzieren wir also unseren CO2-Ausstoß zum Beispiel? Und die Frage richtet sich danach, inwiefern Transformationsprozesse und Fragen nach einer klimaresilienten Gesellschaft, also wie passen wir uns an Extremwetterereignisse, die kommen werden, besser an? Wie werden die in der Politik abgebildet? Wie steht es da um die aktuelle Diskussion? Vielleicht auch in der Klimaforschung, in der Politik? Oder im Aktivismus? Wer möchte darauf antworten? Wer fühlt sich angesprochen? Ja, Frau Knisch. Ja, ich kann mal anfangen. Also was den Weltklimarat angeht, ist der Bericht, der sozusagen sich nachgelagert zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen gerade um Adaptionsfähigkeit und auch Resilienz kümmert, noch in Arbeit. Der kommt Anfang nächsten Jahres heraus, der neue Bericht. Das heißt, insofern ist auch die Klimaforschung abgestimmt, dass dann auch die neuesten Erkenntnisse, naturwissenschaftliche Grundlagen auch in dieses Element eingehen. Man muss aber ganz klar festhalten, also es wird keine Option geben, in der wir Klimaschutz einfach zur Seite legen und uns nur auf die Adaption stürzen. Wir werden es nicht schaffen. Wir hatten gesehen, mit den jetzigen Ambitionen oder eben Nicht-Ambitionen sind wir auf dem Weg zu 3 Grad Erwärmung. Je nach Szenario sind auch durchaus Erwärmungen auf über 4 Grad bis Ende des Jahrhunderts möglich. Und wir werden es nicht schaffen, ohne Klimaschutz einfach nur über Adaption unseren Wohlstand, unsere Gesellschaft so weiterzuführen, wie wir das jetzt kennen. Weitere Ergänzung noch? Konkret sagen, dass wir auch diese beiden Tracks verfolgen. Einmal natürlich über Klimaplan und Klimaschutzgesetz, das jetzt nochmal eine Schippe drauf definitiv braucht. Wir hatten lange eins der ehrgeizigsten und müssen jetzt aber tatsächlich da auch nochmal nachlegen. Da sind wir dann in den verschiedenen Sektoren am Start und wir sind auch dabei, jetzt nochmal die Anpassungsresilienzmaßnahmen weiterzuentwickeln. Da ist völlig klar, auch mit Blick hier nach draußen, dass da das Thema Hochwasser eine entscheidende Rolle spielt, Hochwasserschutzanlagen, das ganze Thema Stadtgrün, Stadtbegrünung und sowohl auf dem Dach wie auch an den Fassaden, Entsiegelungen, Regenwasser-Recycling-Projekte, das sind so ganz, ganz konkrete Punkte, wo wir jetzt auch schon seit einiger Zeit dabei sind und das jetzt noch mal stärker intensivieren. Baumpflanzung ist auch ganz wichtig, aber vor allem das Entsiegelungsthema in verdichteten Großstädten. Das Thema Wasser wird ein ganz besonders wichtiges für uns werden. Wir werden häufig Starkregen haben, dann auch wieder längere Trockenphasen. Das heißt, das Wasser zu speichern, das dann fällt, wenn eben viel fällt, möglichst dann zu nutzen. Und irgendwann wird die Frage auch kommen, in welchen Prioritäten, wer eigentlich dann das Wasser auch nutzt. Auch darüber müssen wir uns Gedanken machen. Eine Ergänzung von dir. Nur sozusagen ein Gedanke dazu. Ich finde, die Frage der Anpassung ist natürlich, also die ist auf der einen Seite existenziell, ist schnell auch eine leicht verlogene Debatte, denn wir sprechen sozusagen über Katastrophen, die erst eintreten werden, wenn man nicht das macht, was man unbedingt machen muss, nämlich drastisch Emissionen reduzieren. Und als Hamburgerin schmerzt es mich so sehr, dass unser ehemaliger Bürgermeister und jetzt Kanzlerkandidat
zum Beispiel jetzt vorhat, die Kohlekraftwerke bis 2038 laufen zu lassen, wohl wissen, was das für eine Stadt wie Hamburg bedeuten würde, wenn man das skaliert und wenn man das weiterrechnet. Also an der Stelle, glaube ich, ist es wichtig, ne, die dringendste und notwendigste und beste Maßnahme, die man machen muss und machen kann, um die schlimmsten Katastrophen zu vermeiden, ist dafür zu sorgen, dass es nicht so weit kommt. Und das auf der einen Seite, und ich glaube, es ist wichtig, auch da immer wieder drauf einzugehen, weil schnell wird so eine Adaptionsdebatte so als so eine bequeme, sozusagen Second Choice dargestellt. Naja, dann also entweder bauen wir diesen ganzen total nervigen Industriekram um und die Straßen und überhaupt, oder wir bauen Deich und das wird super, aber wir wissen ja, so ist es nicht, so einfach ist es nicht. Und das Günstigste, und das hat Sven ja auch vorhin nochmal gesagt, das Günstigste, was man auch in Sachen Klimaschutz machen kann, ist jetzt dafür zu sorgen, dass einfach vermieden wird, was an Katastrophe noch passieren kann. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das haben wir jetzt ja auch diesen Sommer im Ahrtal sehr gesehen, ist natürlich die Anpassungsfrage viel unbequemer, als man denken würde und viel tiefer, weil dann sprechen wir eben nicht davon, dass man irgendwo so ein bisschen Abwasserkanäle baut oder mal irgendwo die Straße erweitert, sondern wir sprechen jetzt endlich davon, wie bewegen wir uns, wie viel Boden wird versiegelt. Man möchte jetzt ganz, ganz viele neue Wohnungen bauen, viele Häuser bauen, welcher Boden soll dafür zusätzlich versiegelt werden, auf welchen Böden sollen jetzt neue Autobahnen gebaut werden. Wie funktioniert Landwirtschaft? Dort waren die Fluten auch so extrem, weil die Landwirtschaft mittlerweile eine so verdichtete, monokultivierte, extreme Form der Bodenbewirtschaftung ist, dass da überhaupt kein Wasser mehr einsickern kann. Also es geht tief, wenn wir uns damit beschäftigen, wie werden wir achtsamer und schützenswerter mit der Welt, in der wir leben. Und ich glaube, daraus können ganz, ganz tolle Debatten entstehen und Konzepte, wie eigentlich ein Leben, das klingt so banal, im Einklang mit der Natur tatsächlich funktionieren kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch das als was Zukunftsweisendes, als was sozusagen Gemeinwohlorientiertes verstehen könnten. Immer wenn du sprichst, hat man das Gefühl, du machst immer ein Schlusswort. Das ist immer großartig. Immer als am Ende kann man immer sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben aber noch 10 Minuten oder 8. Deshalb noch eine, aber es war ein guter Beitrag, noch eine Frage von Maja, Martje Köppen. Martje, hast du noch jemanden aus dem Netz? Ja, genau. Die Person, die sich gerne zuschalten wollte, hat es zurückgezogen, aber die Frage stelle ich auch gerne vor. Vielleicht ein bisschen einschüchternd hier. Ja. Also die Frage richtet sich an Frau Fegebank und orientiert sich an diesen beiden Tracks, die Sie eben angesprochen haben. Und zwar geht es um die Hamburger Politik und insbesondere das Hamburger Klimaschutzgesetz. Und inwiefern das die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels von Paris zu erreichen versucht, ob Sie das ernsthaft für realistisch halten, ich zitiere, und inwiefern Sie mit den darin enthaltenen Vorgaben tatsächlich die angestrebten Ziele erreichen wollen. Die Volksinitiative zur Verschärfung des Hamburger Klimaschutzgesetzes kommt nämlich wohl zu dem Ergebnis, dass das unmöglich sei. Ja, ich habe ja gerade eben gesagt, dass wir jetzt vor allem nach dem Verfassungsgerichtsentscheid auch den Entwicklungen auf europäischer Ebene, dem jüngsten Weltklimabericht, dabei sind, unser Klimaschutzgesetz, aber vor allem auch die dazugehörigen Maßnahmen über den Klimaplan nochmal anzupassen. Ich denke, es ist angezeigt, jetzt tatsächlich zu gucken, was am Sonntag passiert und dann auch gleichzeitig der neuen Bundesregierung mit auf den Weg zu geben, an welcher Stelle die Stellschraube so verändert werden müssen, dass wir wirklich entfesselten Klimaschutz haben. Denn ich könnte jetzt ausufernd erzählen, wie in den einzelnen Bereichen von der Mobilität über die Energiewende bis hin zum Gebäudesektor natürlich auch viele Blockaden gelöst werden müssen in Berlin, sodass wir in den Ländern und in den Kommunen auch tatsächlich zu den Maßnahmen kommen, die wir uns vorgenommen haben. Ich sage ein ganz kleines Beispiel. Wir haben im aktuellen Klimaplan bzw. Gesetz verankert Ölheizungsverbot. Das ist uns untersagt worden von der Bundesregierung, das auch tatsächlich zu machen. Wirklich nur, um ein ganz kleines Beispiel zu nennen. Wir haben viele, viele andere im Bereich der Energiewende, wo wir Hamburg, Schleswig-Holstein wirklich den Boost geben könnten für die Energiewende Deutschlands, wenn nicht gar europaweit, wo wir an ganz, ganz vielen Stellen scheitern, an Vorgaben der Bundesregierung, Dinge nicht zu tun beim Speichern, beim Weiterleiten, bei den Preisen, bei der Preisstruktur. Und da muss definitiv nachgesteuert werden. Wir wollen 1,5 Grad erreichen. Wir wollen klimaneutral werden. Wir wollen uns gern auch messen im Wettbewerb mit anderen europäischen Metropolen. Aber wir brauchen ein paar Weichenstellungen und ein paar Entscheidungen aus Berlin, um das auch tun zu können. Und danach werden wir dann unsere Ziele anpassen und unsere Maßnahmen auch noch mal daraufhin abstimmen.
Und die größte Weichenstellung steht vielleicht eben tatsächlich am Wochenende an, also eine spannende Zeit. Damit kommen wir zum Ende unserer Podiumsdiskussion. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Beteiligten. Vielen Dank für die Fragen, die online dazugeschaltet worden sind und aus dem Publikum gekommen sind. Ich wünsche allen einen weiteren spannenden Genesetag dieses Kongresses, weitere spannende Vorträge. Und wir sehen uns auf der Straße alle wieder, genau, wir sehen uns vielleicht im Bürgerrat Klima, wir sehen uns an der Wahlurne, wir sehen uns bei wissenschaftlichen Beiträgen und beim Wetter im Fernsehen. Vielen, vielen herzlichen Dank bei diesem wunderbaren Blockbuster. Dankeschön. Wir machen eine kurze Pause. Vielen Dank, Herr Meister. Auch Ihnen einen herzlichen Dank fürs Zuschalten nach Bonn. Auch Ihnen einen guten Tag. Ich sehe, bei Ihnen ist das Hochdruckgebiet schon ein bisschen stärker ausgeprägt. Sie haben schon die Sonne, auf die Hamburg schon den Vormittag über gewartet hat. Ihnen alles Gute nach Bonn. Dankeschön und wir machen eine kurze Pause bis zur nächsten Session. Vielen Dank.